Hi, hier ist Patrick von den Comic Cookies. Viel Spaß mit dem neuen Spezial. Hallo, willkommen zu den Comic Cookies. Heute eine besondere Ausgabe. Ich habe heute ein kleines Künstlergespräch am Start, nämlich mit dem lieben Jeff G. Hi Jeff. Hi, grüß dich. Der Jeff hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist gerade seit ungefähr einer Woche, ich glaube letzten Freitag, den neuen Comic raus, Who's the Scatman, beim Zwerchfell Verlag. Und die Gelegenheit wollte ich doch glatt nutzen, mit dir mal über den Comic zu sprechen. Und er ist ja gerade relativ präsent, so in der Comic-Presse als Neuveröffentlichung. Und Zwerchfell macht da anscheinend auch einen guten Job mit Pressearbeit bei irgendwelchen Musikportalen, Musikjournalien. Und jetzt, gerade heute am Tag der Aufnahme, ist auch verkündet worden, dass der Comic für den Max- und Moritz-Preis nominiert ist, in einer noch zu definierenden Kategorie. Es ist Debüt, vermute ich mal. Ja. Ich vermute mal. Es ist mein Debüt auf jeden Fall. Ja, das ist ein Punkt, über den ich auch noch sprechen wollte. Auf jeden Fall passt heute irgendwie alles gerade echt gut zusammen. Also wir haben ja ein bisschen rumgesucht nach einem Termin für die Aufnahme. Es ist dann heute geworden und ich hatte ihn dann tatsächlich gestern im Briefkasten. Also ich hatte ja die Möglichkeit, ihn schon digital zu lesen. Aber gestern hatte ich dann auch das echte Buch im Briefkasten und dann heute das mit der Max und Moritz Nachricht. Also irgendwie hat es jedenfalls gut gepasst, dass wir heute aufnehmen. Vor allem, ich hätte es halt immer nicht, ich wusste es ja schon länger, aber ich hätte es ja immer nicht sagen dürfen. Ja. Denn wenn es dann irgendwie, wenn wir es gestern gemacht hätten, wäre es irgendwie ärgerlich gewesen. Ja, also irgendwie haben die Comic- und Podcast-Götter das irgendwie anscheinend gut mit uns gemeint, Göttinnen, dass wir heute zusammen aufnehmen. Ich hatte ja vor ein paar Jahren schon die Gelegenheit, die ersten, ich glaube zwei Kapitel waren es damals, zu lesen, so in einer Klarsichtfolienmappe, wenn ich mich da recht entsinne. Wir werden heute mal ein bisschen aufrollen, worum geht es überhaupt in dem Comic, wo kommt der Comic her, in welchem Zusammenhang ist der entstanden und wie ist dann auch das Zwerchfellbuch entstanden. Und ich habe mir eine Liste gemacht mit Anmerkungen, Schrägstrich Fragen, Schrägstrich Beobachtungen, die mir so aufgefallen sind ich habe jetzt dreimal gelesen den Comic und mir gesagt dann eben Notizen gemacht und mir sind ganz viele feine kleine Sachen aufgefallen, die ich gern ein bisschen auch in den Mittelpunkt, das stimmt nicht, aber ein bisschen präsentieren möchte. Also, du hast ja, also ich habe ehrlich gesagt für dich zur Information auch nochmal, ich habe bisher noch keine Interviews gelesen oder angehört, die du dazu gemacht hast. Du warst ja irgendwie, ich glaube, bei Bayern 2 jetzt kürzlich. Ja, da kommt doch noch ein bisschen was. Mhm. Da ist noch ein bisschen was in der Pipeline. Auf laut.de habe ich gesehen, habe ich die Post gesehen. Dann im Pressematerial selbst vom Verlag von Zwerchfell ist irgendwie ein Interview mit dir drin. Habe ich mir alles nicht angeschaut und angehört, also es kann natürlich sein, dass wie das immer so ist, dass ein paar Sachen sich wahrscheinlich wiederholen werden, gerade immer so dieses, wie kommt es zu dem Thema, ist das entstanden, so ist klar, aber ich glaube, dass wir, das ist zumindest mein Anspruch, beim Besprechen von so einem Comic auch ein bisschen tiefer gehen und auch wirklich so comic-spezifische Themen da mit besprechen und Sachen, die mich einfach interessieren. So, wie kam es zu solchen kreativen Entscheidungen? Oder was hast du dir dabei gedacht? Oder habe ich das richtig gesehen? Oder liege ich da falsch? Und solche Sachen. Was man vielleicht nicht in jedem Interview und schon gar nicht bei irgendwelchen Musikportalen oder so kriegt. Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen. Genau. Du warst ja in meinem anderen Podcast irgendwie 2016, 2017 schon mal zu Gast. Wir sind beide in Nürnberg mittlerweile. Und wir sehen uns beim Comicbuchclub oder beim Comic-Café, wenn es denn wieder stattfindet, weil jetzt natürlich über die Pandemie auch alles ein bisschen schwieriger. Aber es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns beim Comicbuchclub das letzte Mal gesehen haben. Von daher, meine erste Berührung mit dem Comic war, dass du eben, ich glaube, es müsste 2019 gewesen sein, dass du beim Comic-Café eben mal diese Mappe mitgebracht hast mit, ich weiß gar nicht mehr, ob das Ausdrucke waren oder Originalseiten, wahrscheinlich Ausdrucke, glaube ich. Na, ich glaube, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ist eigentlich egal, weil wenn es Originale waren, dann war es einfach nur so Kugelschreiber auf DIN auf A4 quasi. Das waren halt so, waren das schon eher so Storyboards irgendwie. Ja. Und da hatte ich also die Gelegenheit, das mal zu lesen, die ersten zwei Kapitel. Und die hast du ja damals für deinen Hochschulabschluss gemacht, richtig? Genau, ja. Du hast in Nürnberg studiert. Wie heißt der Studiengang genau? Der Studiengang heißt Design. Das ist an der Technischen Hochschule, Georg Simon Oben Nürnberg. Und
das ist halt so ein bisschen, da kann man alles machen im Endeffekt, das ist so ein bisschen das Besondere daran. Also oft hast du ja woanders nur Kommunikationsdesign, das geht dann sehr in die grafische Richtung oder so. Und hier, ich habe halt mit Leuten Bachelor gemacht zusammen, die halt Filme gedreht haben oder interaktive Apps programmiert so. Und ich habe halt einen Schwerpunkt auf Illustration, Comic gehabt. Und ja, wollte halt dann da einfach gern einen Comic machen, weil ich dachte mir, wann hat man jemals wieder die Zeit in seinem Leben dazu, irgendwie so einen Comic zu zeichnen, vor allem so einen dicken, so einen langen. Und jetzt ja, stellt sich auch die Frage, wenn die Leute immer fragen, ob ich, jetzt, die Frage wollte ich bestimmt auch noch stellen, aber wenn die Leute immer fragen, ob ich, wann denn mein nächstes Buch kommt, denke ich mir immer, ja gut, jetzt studiere ich halt nicht mehr, jetzt ist das alles nicht mehr so einfach. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht stellen wollte. Also, okay, also ich habe die jetzt nicht bewusst ausgeschlossen, ja. Aber an die habe ich auch gar nicht gedacht. Auch wahrscheinlich auch dadurch, dass ich ja so halbwegs regelmäßig Kontakt zu dir habe und ja auch weiß, wie das ist. Und ich ja auch von anderen Comic-Schaffenden natürlich weiß, dass, also das ist ja leider eine häufig gestellte Frage, wenn dann Menschen irgendwie so nach 5 Jahren irgendwie ein Buch rausbringen und dann fragen die Leute sofort, und wann kommt das nächste, was kommt als nächstes und so. Und die sich denken, ich bin jetzt gerade mit dem mal fertig und so. Also nee, aber die genau, die Seiten, die ich damals lesen konnte, so diese Rohfassung, damals ja auch noch, wie du gesagt hast, in Schwarz-Weiß, also unfarbig. Und ja, du hast ja dann am Rechner noch einiges irgendwie gefeilt und schön gemacht. Da saßst du dann teilweise so am Tresen im Comic-Café und hast da irgendwie dran rumgearbeitet und so, erinnere ich mich. Na, jedenfalls weiß ich noch, ich habe die gelesen und fand das sehr gut und war sehr gespannt darauf, wie das werden würde, wenn das mal ein ganzes Buch ist. Und du hast ja gesagt, also ich glaube, die ersten 2 Kapitel eben waren diese Abschlussarbeit und dass du dann den Comic fertig machst, wenn ein Verlag dafür gefunden ist. Und da habe ich schon immer sehr gehofft, dass das auch klappt und dass das auch zeitnah klappt. Das ist, du hast ja gesagt, so ein langes Buch, da hat man selten Zeit dafür, ungefähr 245 Seiten so mit dem kleinen Anhang, der drin ist. Also es ist schon so im Regal, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber so grob geschätzt 2,5 Zentimeter oder so. Relativ dickes Buch geworden und eben auch in Farbe. Das, als ich diese Digitalversion vor ungefähr 5 Wochen oder so bekommen habe, war das für mich schon die erste Überraschung, weil ich das nicht wusste und damit auch nicht gerechnet habe. Und dann, als der Band dann auch auf Social Media und so angekündigt wurde, hast du auch irgendwann mal so einen Tweet gemacht, sowas wie, und Überraschung in Farbe. Wann kam es denn zu der Entscheidung? War das was, was du bei der Abschlussarbeit auch schon machen wolltest oder auch schon gemacht hast und ich weiß es bloß nicht? Nee, das war, also ich habe es alles, das ist ja alles mit so Bleistift gezeichnet und auch ganz aufwendig schraffiert schon so, dass halt die Zeichnung als Schwarz-Weiß-Zeichnung eigentlich schon ganz viel Informationen und Stil haben. Und das war eigentlich auch nur so angelegt, also im Bachelor auf jeden Fall und auch zum Fertigmachen eigentlich auch. Ich hatte dann nur irgendwann dann ja diese Sache, wenn ich dachte, das ist jetzt bisher mein längstes Werk irgendwie, wer weiß, wann ich jemals wieder so viel Zeit habe. Und wenn ich das jetzt nicht noch, und ich wusste also Farbe macht halt auf dem Markt mehr her, muss man, glaube ich, sagen. Das ist schon so. Also so ein Comicbuch in Farbe, das ist, glaube ich, für den gemeinen Leserkäufer schon irgendwie noch ein Anreiz. Das mag für so Nerds und Künstler irgendwie anders aussehen, aber ich glaube, so ein gemeiner Leser, der findet es schon geil, wenn es irgendwie auch schön farbig ist. Und ich dachte, ja, wenn ich jetzt die Chance nicht ergreife, vielleicht ärgere ich mich ewig lang, dass ich es nicht noch gemacht habe. Und es ging sich zeitlich, ich habe es dann so gedacht, ich probiere es mal, weil das war, glaube ich, so kurz um Weihnachten war ich wirklich rum mit den Zeichnungen und allem. Und der Druck sollte dann, ja, das hieß erst irgendwie Ende Januar, dann hieß es Anfang Februar und in meinem Ende ist der Druck, glaube ich, erst dann wirklich Ende März passiert. Aber ich gesagt, hey, lieber Verlag, lieber Zwerchfell Verlag, ich will jetzt mal über Weihnachten experimentieren, so ein paar, bis in den Januar rein, eine Technik finden, wie lange brauche ich denn, um das zu kolorieren? Weil der Vorteil halt bei diesen Bleistiftsachen, die eigentlich nie für Farbe angelegt waren, ist aber, wenn man da einfach nur Farben drunter legt, einfach so ein paar Farbpaletten, und da muss man nichts mehr schattieren und gar nichts, weil das hat ja schon die ganze Information, die ich im Bleistift, und sieht dann eigentlich sogar besonders cool aus. Also das ist so ein schöner Effekt, finde ich eigentlich, wenn man so dieses raue Bleistift mit diesen glatten, klaren Farbflächen kombiniert, sieht eigentlich cool aus. Und das habe, ja, ich habe es wirklich bewusst, weil ich fand das dann auch so geil, dass es wirklich geklappt hat mit der Farbe und auch gut aussah. Das habe ich als eine der wenigen Sachen bis zuletzt zurückgehalten, bis das Buch dann beim Verlag angekündigt wurde, dass es halt komplett in Farbe sein wird. Ja, das finde ich sehr interessant, weil das war auch was mich gefragt habe, ob das in Gesprächen mit dem Verlag zustande kam, unter anderem vielleicht eben aus Verkaufs-
technischen Gründen auch oder so, oder ob das jetzt von dir selbst eine kreative Entscheidung war. Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ich bin immer sehr gut darin, irgendwelche Gespräche anzufangen, ohne zu sagen, worum es eigentlich so richtig geht. Ja, klar. Ich habe zwar den Titel schon genannt, aber Who's the Scatman, bei Zweifel erschienen, von Jeff Chee, eine Biografie über den Musiker Scatman John bzw. John Paul Larkin. Ich weiß, damals auch im Comic-Café hast du irgendwie jeden angeschaut und so gefragt, kennst du Scatman John? Und ich saß so da und dachte mir so, als erstes dachte ich mir so, ja klar. Und dann war ich aber auch verunsichert, weil ich mir dachte, ja, wieso fragt er denn nach Scatman John ausgerechnet so? Also den Namen, den ich seit vielen Jahren nicht gehört habe. Also war ein sehr erfolgreicher, also ein erfolgreiches Musikphänomen schon fast Mitte der 90er Jahre. Ich habe dann auch rumüberlegt, wie weit wir beide altersmäßig auseinander sind. Ich habe es dann jetzt im Comic hinten drin nochmal gesehen, wann du geboren bist, und dachte mir doch, wir sind doch noch ein paar Jahre mehr auseinander, als ich eigentlich dachte. Also ich bin 45 und du bist irgendwie Ende 20 jetzt, irgendwie 28, 29 oder sowas? 29. Ja. Das ist irgendwie so, ich kenne dich schon so lange oder zumindest weiß von dir schon so lange und du machst schon so lange irgendwas im Comic-Bereich, dass ich irgendwie dachte, naja, so, und weil ich auch so aus dem Comic-Buch-Club, da sind dann doch einige schon so Anfang 30 oder so, dachte ich mir, naja, so in dem Dreh rum wahrscheinlich, dass wir so 10 Jahre auseinander sind oder ein bisschen mehr, aber dass du noch unter 30 bist, das hatte ich dann irgendwie doch auch nicht auf dem Schirm. Jedenfalls erklärt es für mich auch, oder beziehungsweise hat dann in dem Moment irgendwie so gedacht, weil ich mir dachte, ja klar kenne ich Scatman John, weil ich habe ihn natürlich vollkommen miterlebt. Also da war ich natürlich alt genug, um Musik wahrzunehmen. Es war überhaupt nicht meine Musik, aber natürlich weiß ich, wer das ist und ne, ist klar. Aber das war für dich ja in dem Moment dann anders. Du bist 93 geboren, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, kam die erste Scatman John-Platte 95, 96 oder so raus. Das heißt, wann hast du denn dann Scatman John wahrgenommen? Wie hast du den wahrgenommen und wie kam es dann dazu, dass du dir gedacht hast, da will ich mehr drüber wissen und sogar eine Biografie draus machen? Also damals, als er erfolgreich war und noch gelebt hat, das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, habe ich ihn natürlich gar nicht wahrgenommen, da war ich halt irgendwie noch ein Kind. Und ich habe das dann so auf dem zweiten Weg, so als ich so mit so 14, 15, 16, als ich halt den ganzen Tag immer nur im Internet rumhing und mit meinen Freunden da halt den ganzen Tag nur gechattet habe, mit ICQ und MSN und so, da haben wir uns den ganzen Tag uns halt irgendwie nur so, ich meine, damals gab es ja auch schon Memes, da hat man es auch schon so genannt, uns halt einfach den ganzen Tag irgendwelche lustigen Sachen geschickt und damals schon und ich glaube auch heute noch ist diese Scatman, diese Hits halt, I'm a Scatman, das waren halt irgendwie auch so ein bisschen so Gags, so Meme-Lieder, die auch dann unter andere Videos drunter gelegt wurden und so. Und da bin ich halt drauf gestoßen. Das war halt so ein bisschen die Sache, was ist das für ein Lied eigentlich? Ach krass, das war ja sogar mal Nummer 1-Hit. Und was ist das eigentlich für ein Typ? So, wie schaut er aus? Wie passt das alles zusammen? Und sich das so ein bisschen erarbeiten. Und da wurde halt immer schon so ein bisschen angeteased. So auch in den YouTube-Kommentaren gerade irgendwie, hey, da steckt irgendwie mehr dahinter. Da steckt irgendwie eine Message dahinter. Und wusstet ihr, dass er, der ist schon gestorben, rest in peace, und bla bla bla. Und dann so ein bisschen was konnte man sich da mal schon zusammenkratzen. Und das fand ich einfach eine geile Story dann. Da war ich, hatte ich wahrscheinlich so ein, zwei Wochen, wo ich obsessed war irgendwie mit Scatman. Ja, da war ich so 15 oder so. Und das, dann habe ich es nicht vergessen, aber dann war das halt alles, weil das war alles an Material, was es zu ihm gab halt. Seine Alben und diese witzige Story. Und dann, jetzt habe ich es dann irgendwie wieder, es hat mich nie so ganz losgelassen anscheinend. Also alle paar Jahre bin ich immer wieder, es gibt ja manchmal hat man so Sachen, die einen so faszinieren. Und das ist so eine Geschichte, die hat mich immer fasziniert. Und dann im Studium, ich habe kein aktives Brainstorming oder nichts gemacht, aber irgendwie bin ich da mal wieder drauf gekommen, hey, jetzt diese Geschichte, weil ich hatte damals schon immer gern die Geschichte anderen erzählt. Ich dachte, das ist doch was, das wolltest du schon immer erzählen und jetzt kannst du es doch irgendwie machen. Hattest du das dann, hatte ich die Musik auch wirklich angesprochen, als du das entdeckt hast? Also war das dann Lieder und Platten, die du aktiv gehört hast? Da kann jetzt vielleicht nicht jeder was damit anfangen, aber ich habe immer Power Metal gehört früher, als Jugendlicher. Und Power Metal ist auch so in Metal-Kreisen, das ist so ganz poppig, so lebensbejahend. Die Leute sagen manchmal despektierlich so Happy Metal, so da geht es immer darum, erlebt deinen Traum und du bist frei wie ein Adler und kannst alles schaffen und immer so eingängige Musik, also ziemlich für Metal, ziemlich poppig und auch ziemlich albern eigentlich, aber halt für so Jugendliche. Ich war immer als Jugendlicher und auch heute noch eigentlich sehr irgendwie ein Idealist und ein Optimist und so,
wenn man sich irgendwie auch so selbst findet. Und jetzt skate man da so Eurodance, das geht trotzdem halt irgendwie in die Richtung. Also das waren ja trotzdem, also erstmal dieses melodiöse, eingängige Popmusik halt natürlich, halt auch irgendwie so ein bisschen schnell, hohes Tempo und halt so diese Message da. Mit sowas kriegt man mich halt. So mega kitschige Sachen halt, wie einer die Welt verbessern will und jeder ist es wert und jeder kann ein Held sein und so. Damit kriegt man mich schon. Mhm. Und ich, also diese Ironie-Ebene von Eurodance, das habe ich schon immer verstanden. Das verstehe ich auch heute noch, aber ich glaube, man kann es auch nicht ohne. Ich glaube, man kann es nicht unironisch hören. Das wäre ja schon zu, da könnte man schon drüber reden, ob der Scatman die Musik selbst überhaupt unironisch gemacht hat und ja, so weiter. Aber ich fand, also ich musste mich nicht, es war nicht nur die Geschichte. Also es war schon das Zusammenspiel, das zu hören und dabei das gleichzeitig zu lesen. Hm. Ich habe also ganz kurz das anzureißen, John Larkin, amerikanischer Jazzmusiker im Jazz, aber nie richtig erfolgreich geworden und ist dann im Eurodance, hat in Deutschland dann die Platten aufgenommen als Scatman John mit so einem Eurodance-Beat drunter und er eben so mit so einem Jazz-Scat-Gesang da drauf. Und das war damals eine sehr, sehr ungewöhnliche Mischung. Das war sehr, sehr aufregend fürs Publikum. Man hat es dann damals schon auch so mitbekommen, dass der halt vom Jazz kommt und dass der ja halt auch in der Richtung ein richtig guter Musiker ist. Ich habe damals nichts mitbekommen von der Message. Ich glaube auch, ich habe überlegt, ob ich damals irgendwann mal mitbekommen hatte, dass er stottert und dass das so Teil seiner Geschichte ist und dann halt so über den Scat-Gesang und überhaupt Gesang, dass das da halt nicht durchkommt, das Stottern. Und ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich das damals irgendwie mal mitbekommen habe oder nicht. Also es wäre nichts gewesen, was mir jetzt noch bewusst gewesen wäre jedenfalls. Aber das ist, wie gesagt, Teil dieser Geschichte. Und ich habe mir dann diese Woche, nachdem ich dann deinen Comic gelesen habe und du ja diese ganzen Stationen ja auch so durchgehst und immer mal wieder so darauf hinweist, mit ein bisschen Glück kann man das auf Internetportalen finden und so. Ich habe mir dann mal dieses Jazz-Album angehört, das John Larkin-Album von 1986 und dann auch das erste Scatman John-Album, Scatman's World. Und dann habe ich mir noch diesen Clip angeschaut, wo er so Backstage, dieses Beautiful Planet, wo das spielt. Ja. Jedenfalls, das Jazz-Album, das konnte ich ganz gut hören. Ich bin jetzt auch kein Riesenexperte für Jazz. Ich höre ab und zu, ich hab so ein paar Platten und höre ab und zu mal so ein bisschen Jazz, aber ich kenne mich jetzt auch in den unterschiedlichen Stilrichtungen nicht so komplett aus. Also das konnte ich ganz gut hören, war mir manchmal ein bisschen viel so auf Dauer, aber war ganz gut. Und das Scatman-Album, das war Arbeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da habe ich mich ein bisschen durchgequält. Also das ist immer noch nicht so mein Sound. aber gut, aber was ich aber der ganzen Sache zugute halten muss, was mir dann dabei aufgefallen ist, dass sie in der Produktion nicht noch eine Sängerin mit draufgenommen haben, was damals ja so die klassische Kombination war, Rapper und eine Sängerin. Ja. Dann wäre es richtig schlimm geworden. Aber jetzt so mit dem Bewusstsein natürlich, nachdem ich deinen Comic gelesen hatte und dann das Album angehört habe und wusste, es ist ein Konzeptalbum und die Message dahinter und so, ist es schon auch spannender geworden. Also das, was bei dir wahrscheinlich diese Faszination dann auch ausgelöst hat, hat mir zumindest jetzt ein Verständnis dafür gegeben, auch wenn es jetzt musikalisch nichts ist, was ich nochmal auflegen werde. Aber ich kann es ja vorneweg nochmal nehmen. Also wie gesagt, ich fand den Comic echt sehr, sehr gut. Also ich fand, mir ist die Person auf jeden Fall nahe gekommen. Also ich habe den Werdegang und das Leben verstanden und zu formalen Sachen werden wir dann noch kommen. Aber nee, also das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Sache, weil was eben so jemand, der es nicht aktiv wahrgenommen hat, wie kommt der dann so nachträglich zu dieser Musik, dieser Person und macht dann auch noch einen über 200 Seiten starken Comic darüber. Das ist ja, da muss man ja schon eine Leidenschaft dafür noch mitbringen, zumindest für das Objekt der Untersuchung quasi. Du hast ja dann recherchiert und Interviews geführt und lauter Sachen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht viel drüber. Ich weiß, du hast das mal so erwähnt, dass du Interviews gemacht hast und dass es keine Biografie gibt und niemand sich jemals damit beschäftigt hat. Erzähl mal ein bisschen von deiner Recherchearbeit, von der Arbeit, die du da hast einfließen lassen, bevor du an den Comic gegangen bist. Ja, also es ist, ich sag immer, ich verkaufe das immer so als erste Biografie von Scatman John, weil es ist halt auch so, also es gibt kein Buch, es gibt keinen Film, es gibt halt höchstens vielleicht so ein paar Zeitungsartikel aus der Zeit damals, irgendwie so auch so wirklich so Richtung Bravo und so, wo da halt so ein bisschen irgendwie das erklärt wird, aber halt nichts Längeres.
Und ja, dann, ehrlich gesagt, das ist schon wieder auch so lang her gefühlt. Also das war halt irgendwie wahrscheinlich, wo ich die Recherche gemacht habe, wirklich vor fast 5 Jahren wahrscheinlich. Aber ich habe halt wirklich da einfach geguckt, wen, also er ist schon tot, aber wen gibt es denn da halt noch irgendwie? Und habe halt versucht, die wenigen Stationen im Lebensweg, die ich von ihm kannte, irgendwie abzuarbeiten. Das war einmal seine Familie, da bin ich nicht so nah rangekommen. Das war dann halt seine alte Jazzer-Zeit, da bin ich mit sehr viel Glück drauf gekommen, weil zum Glück diese alten Jazz-Sachen, gerade dieses Album, was du angesprochen hast, das gibt natürlich irgendwie auf Discogs und so, in so Plattformen steht da doch nochmal drin, wer halt irgendwie da der Saxophonist war und wer das aufgenommen hat und so. Und wenn man das mit den Namen, und manche hatten zum Glück so sehr eigene Namen, dann konnte man da die rausfinden und kontaktieren. Die Leute, die dieses Pop-Album gemacht haben, das war einfacher eigentlich sogar, weil das ist ja noch nicht so lang her, das ist halt 30 Jahre her. Und die sind natürlich auffindbar, weil die halt einen Nummer-1-Hit gemacht haben. Also die Produzenten und sein Manager und so, alle, die da beteiligt waren. Und halt, wenn man seinen Namen googelt, seine Story, kommt man tatsächlich schon auf ganz viele Sachen aus der Stotterer-Community. Da gibt es halt einen Nachruf auf ihn und so ein bisschen was, diese Geschichte für ihre Stotter-Mitglieder da irgendwie alle aufbearbeitet. Und dort bin ich ein bisschen, es waren vielleicht so 4 Aspekte, Familie, Jazz, Pop und Stottern. Und habe halt aus jedem Bereich halt einfach Leute gesucht, die ihn noch persönlich kannten und die halt gefragt, ob wir mal Interviews machen können. Mhm. War es dann per E-Mail oder telefonisch oder hast du auch irgendwelche Menschen getroffen sogar mal? Nee, also ich hatte sogar überlegt, ob ich da vielleicht dann mal irgendwie er kommt ja aus Kalifornien, ob ich da vielleicht mal hin muss. Oder es gab mehrere Leute, die in Großbritannien waren, unabhängig voneinander, ob ich da mal vielleicht irgendwie hingehe. Aber das war auch alles im Rahmen dann von meinem Studium und so damals. Mhm. Das haben wir dann halt über Videotelefonate alles gemacht. Okay. Das heißt, du hast dann ja dein ganzes Recherchematerial zusammengetragen und wie bist du dann vorgegangen, daraus dann die Geschichte für den Comic zu formen? Hast du sehr viel Material übrig, das nicht verwendet wurde oder wie kam es da zu dem, was wir jetzt als Buch haben? Ich glaube, ich hätte nicht noch ein halbes Jahr mehr gehabt, dann hätte ich noch mehr rausfinden können, glaube ich, gerade über seine Familie da nochmal mehr nachbohren und mehr über sein persönliches Leben. Ich hatte dann natürlich das Zeitlimit durch mein Studium und ich glaube, das war auch ganz gut, weil sonst hätte es vielleicht auch irgendwie den Fokus verloren. Und ich habe halt alles, was ich da hatte, dann im Endeffekt so einem Zeitstrahl mir zusammengepuzzelt und gesehen, okay, das ist halt irgendwie das Leben von John Larkin gewesen, so wie ich es jetzt erfahren habe. Und habe dann das halt zurechtgeschoben, rumgeschoben, Storypoints und dann tatsächlich ein Drehbuchformat geschrieben. Das hatten wir in der Hochschule nämlich auch mal behandelt, Drehbuchformate. Also Comic, da gibt es ja keine Regeln, es gibt so amerikanische Comic-Skripts, wo wirklich immer steht, auf welcher Seite was gezeichnet ist und so. Das habe ich jetzt nicht gemacht, habe ich auch nicht gebraucht, weil das gibt man ja meistens an einen anderen Zeichner, aber ich bin ja selber der Zeichner, sondern habe halt wie in einem Drehbuch halt einfach geschrieben, Szene 1, da irgendwie Kalifornien, John betritt den Raum und so weiter. Und dann, also diese ganzen 5 Kapitel, die das Buch jetzt hat, die waren fertig, bevor ich den ersten Strich gesetzt habe. Die Story habe ich ja komplett runtergeschrieben und dann nur noch in Anführungszeichen aufgezeichnet. Das wäre tatsächlich eine Frage von mir auch gewesen, ob du irgendwie einen Kurs oder was gemacht hast zu Drehbuchschreiben, Storytelling oder ob du dich da mal beschäftigt. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass du einen Comic gemacht hast. Du hast halt viel in Anthologien veröffentlicht oder online natürlich auch. Du kommst ja so aus dieser Generation Webcomic, wenn man das mal so sagen kann. Alles rund um den Kurt Schalker Preis. Die Leute, die das jetzt auch checken, wirklich so. Ja, beim letzten Comic-Buch-Club habe ich da mit Verena lang drüber gesprochen. Ja. Aber war eine schöne Zeit damals, als wir noch Blogs hatten. Ja. Ich weiß, das war, ich glaube, das letzte Mal, als du bei Das Alles warst, also das muss ja 2017 gewesen sein, da hast du da auch schon drüber gesprochen, dass das ja eigentlich so nicht mehr gibt, dass niemand mehr Comic bloggt und so. Und ich glaube, die Folge heißt auch irgendwie sowas wie Repräsentant seiner Generation. Du warst da für die Generation Comic-Blog da, ja. Na jedenfalls, also du hast ja dich schon länger mit dem Medium Comic beschäftigt und Comics schon gemacht in verschiedenen Formen. Das ist jetzt halt dann, wie heißt im Hinten steht ja auch sowas drin wie der erste Langcomic bei einem Verlag oder so. Ja. Genau. Hast du dich im Laufe der ganzen Zeit mal
näher mit solchen Sachen beschäftigt, also so mit der Theorie des Erzählens? Ja, ich denke schon. Also vor allem, als ich ins Studium reingegangen bin, ich will nicht sagen, zeichnen konnte ich schon, zeichnen kann ja irgendwie da auch jeder, aber das war nicht mein Ziel, mich da irgendwie zeichnerisch weiterzuentwickeln, obwohl ich es natürlich auch gemacht habe, aber mein Ziel im Studium war es halt irgendwie da eher konzeptuell irgendwie mehr zu machen. Also ich hatte auch ein ganzes Studienmodul, ein Drittel meines Studiums bestand nur aus der Arbeit mit Sprache und halt auch Stories, und da haben wir auch Kurzgeschichten geschrieben und so. Es hatte alles nichts mit Zeichnen zu tun, und das hat mir, und da habe ich auch so Bücher gelesen, halt so klassische, ja, da gibt es so ein paar Standardwerke, halt über Drehbücher schreiben und Szenen aufbauen und so. Und das war jetzt natürlich bei weitem nicht so eine Tiefe, die jemand hat, der jetzt irgendwie ein Drehbuchstudium macht oder halt irgendwie sowas. Aber das hat mir natürlich da geholfen. Und die Recherche wurde auch begleitet, zum Beispiel von dem Professor, der auch dieses Modul unterrichtet hat. Der hat auch mir bei der Recherche und so mich da so ein bisschen unterstützt. Also das war auf jeden Fall in diesem Studium irgendwie hilfreich. Ja. Hast du bei anderen Comics vorher auch schon so gearbeitet, dass du für dich selbst ein Skript machst? Oder war das jetzt das erste Mal? Ich meine, das ist, glaube ich, mit Abstand der längste Comic, den du bisher gemacht hast. Ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich habe vorher keinen Comic gemacht, der mehr als 24 Seiten hatte, was immer das Limit vom 24-Stunden-Comic-Tag ist. Hm. Und die entstehen ja relativ spontan, diese Comics. Nee, also ich habe vorher, ja, vielleicht habe ich mir irgendwie 5 Stichpunkte gemacht und irgendwie ausgedacht, wie die Figuren aussehen und dann losgezeichnet. Aber hier stand die Story immer im Mittelpunkt am Anfang. Und mir war es wichtig, dass die halt steht. Und dann habe ich mir Gedanken über das Zeichnen gemacht. Ich habe heute mal noch 2 Ausgaben von Mondo aus dem Regal gezogen, die Anthologie-Comic, an dem du ja beteiligt warst. Da habe ich dir die Ausgaben 3 und 4 habe ich hier. Und habe mal ein bisschen geguckt, ob ich irgendwelche Sachen da wiedererkenne, die ich jetzt aus dem Scatman kenne, einfach um so die Evolution von Jeff Shee als Comiczeichner so nachzuvollziehen, und habe gerade in dem Dreierband Leidenschaft irgendwie so ein paar Sachen festgestellt, wo ich mir dachte, ja, da macht er das auch schon. Finde ich ganz gut. Aber die 4 ist viel besser. Die 3 ist so mega dumm auch. Ja, ich finde die 3 schon sehr unterhaltsam. Ich müsste jetzt gerade mal wieder gucken, was das in der. Ach ja, die 4 war der Kalender. Ja, das war ziemlich gut auch. Ja, aber es war natürlich vom Format her natürlich ganz anders, diese. Ja, ja. Also kann man das weniger vergleichen, was so sequenzielles Storytelling angeht, über mehrere Seiten hinweg. Aber egal, das wissen die Hörer und Hörerinnen jetzt alle nicht, was in Mondo 3 und 4 drin ist. Sie sind bestimmt noch verfügbar irgendwo bei Quimby oder so. Mondo 3 und 4. Oder dann natürlich bestimmt auch beim Comic, sondern vielleicht, falls da irgendwer die auf dem Tisch liegen hat. Hast du dich mit dem Genre von der Biografie und speziell auch der Musikerbiografie auch nochmal irgendwie beschäftigt, sei es jetzt in Prosaform oder auch in Comicform? Es gibt ja einen Haufen, gerade auch Musikerbiografien in Comicform, sind jetzt gerade wieder welche erschienen. Wir haben bei den Comic-Cookies neulich die von Reinhard Kleist, den neuen Bowie-Comic erschienen. Allein Reinhard Kleist hat natürlich mit Cash so ein bisschen so seine Graphic-Novel-Karriere so richtig in Start und Schwung gebracht und dann über Nick Cave was gemacht und jetzt über Bowie gemacht. Und hast du dich damit irgendwie beschäftigt, Biografie in Comicform oder in Buchform? Also ich kann mit Biografie grundsätzlich was anfangen. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht unbedingt mehr Biografien konsumiert als andere Leute, aber ich mag das Thema Biografien. Also ich bin eher Non-Fiction-orientiert als Fiction. Und ich habe ja auch früher, mein Comic-Blog war ja ein autobiografischer Comic, was ja auch halt eine Zeit lang so ein Genre war, wo Flix halt so ein bisschen das geprägt hat und Marvel dann auch immer so ein bisschen was gemacht hat. Das waren halt Autobiografien, aber trotzdem halt irgendwie interessantes Thema. Das hat mich immer mit am meisten interessiert. Vom Reinhard Kleist, die Sachen habe ich tatsächlich alle nicht gelesen, aber ich weiß, dass es die gibt. Ich habe ein bisschen was von Moritz Stetter gelesen, der hat ja auch einige gemacht, Bonhoeffer, Luther, Beethoven hat er jetzt gerade gemacht. Und ich habe tatsächlich aber auch, also Biografien, auch Filme, Dokus, da bin ich, also ich bin leidenschaftlicher Dokumentationsgucker auch, gucke ich auch lieber als fiktionale Filme fast. Und so ein bisschen zum Beispiel ein Werk, was extrem mit meiner Arbeit irgendwie zu tun hatte, war immer die Doku Searching for Sugar Man, weiß nicht aus welchem Jahr jetzt, die aber auch, glaube ich, Oscar prämiert sogar gewesen ist, wo es halt auch um so ein, also wer es nicht geguckt hat, ganz gerne sich mal angucken, wo es auch um einen Musiker geht,
der auch irgendwie super erfolgreich war, aber auch irgendwie nur so halb in so bestimmten Kreisen und dann auch in Vergessenheit geraten und dem dann irgendwie so nachrecherchiert und das irgendwie aufgearbeitet und auch so ein bisschen mit so einer rührenden Message und so. Das ging schon sehr in die Richtung, was ich da gemacht habe. Also konnte ich schon was immer mit anfangen mit dem Thema Biografien und auch gerade Musikerbiografien. Ein spannendes Thema dabei ist ja auch immer ein bisschen manchmal auch eine Schwierigkeit von solchen Biografien, die natürlich auch trotzdem nur einen gewissen Platz haben, um ein Leben zu erzählen, ist dann manchmal eben so, was lässt man aus, was zeigt man überhaupt, wie kriegt man einen interessanten Storybogen auch hin? Gerade jetzt natürlich, es gibt viele Filmbiografien und meistens suchen die sich ja so einen ganz bestimmten Ausschnitt aus, von dem sie dann ausgehen. Also gerade das, jetzt um mal wieder bei Cash zu landen, der James Mangold-Film I Walk the Line, der den Aufhänger da beim Falls in Prison-Konzert hat und davon ausgehend dann die Geschichte erzählt, aber auch nur bis zu diesem Punkt dann und dann eben auch aufhört. Das ist, glaube ich, 68 oder so. Und Johnny Cash hat ja dann doch noch einige Jahre gelebt danach. Das dann aber nicht erzählt. Wie bist du damit umgegangen? Also wir kriegen ja schon irgendwie so ziemlich das ganze Leben erzählt. Also wir sehen ihn als Kind und wir sehen ihn dann auch bis zu seinem Tod. Es sind viele Auslassungen und Zeitsprünge drin. Mir als Leser ging es aber nie so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas nicht mitzubekommen. Das finde ich also zum Beispiel sehr, sehr gelungen an dem Buch, dass man diese Zeitsprünge sehr gut füllen kann. Da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen auf mehr formale Aspekte des Comics dann auch eingehen, aber wie hast du dir das so strukturiert? Du hast ja schon erwähnt, es hat 5 Kapitel. Ein Kapitel geht nicht mal um John Larkin. wie bist du an diese Struktur rangegangen, um zu sagen, okay, das sind die wichtigen Sachen, die ich erzählen möchte, die ich vielleicht auch erzählen muss? Und wie kriege ich das aber auch so hin, dass es trotzdem einen Fluss hat und nicht irgendwie nur so ein Abhaken von einzelnen Momenten ist? Ich glaube, vieles ist am Ende da auch irgendwie Intuition. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, ich habe das da hingeschoben, damit es irgendwie eine andere Wirkung hat. Das war aber auch, also das meinte ich auch mit der Recherche. Also das Material, was ich hatte, war gerade perfekt. Also da hat sich die Story auch eigentlich fast von selbst ergeben. Es hat ja 5 Kapitel und das mittlere Kapitel ist halt auch irgendwie seine Hochzeit als Musiker, was ja auch das ist, was die meisten Leute halt irgendwie überhaupt von ihm kennen. Und der Rest hat sich halt um ihn rum aufgebaut. Es ist vor seiner Hochzeit als Musiker, ist in seinem Leben, da sind Sachen passiert, aber das ist sehr lückenhaft und man weiß auch nicht allzu viel. Das ist halt dann, das sind die 2 Kapitel davor. Und danach ist leider, das ist halt seinem Lebensalter da einfach verschuldet, einfach nicht mehr viel passiert und das sind dann halt die Kapitel danach. Und das ist halt so ein bisschen so eine Dramaturgie, bildet es dann natürlich, ne? Also in der Mitte halt der Höhepunkt seines Schaffens. Und dann, das ist natürlich schon so ein Kniff, dem ich mir bewusst war, im 4. Kapitel wechselt ja die Perspektive in die Perspektive eines Fans, weil das halt auch irgendwie einfach wichtig war für die ganze Story und die Message, was hat der bei den Fans bewirkt, ne? Und das ist auch so ein bisschen Kontrast mit dem Kapitel davor, weil das hast du früher noch mal angerissen mit seiner Message, ob die Idee damals in den 90ern so klar war oder ob das irgendwer überhaupt gecheckt hat, ja so halb vielleicht, das kommt ja in diesem 3. Kapitel, wo er bei MTV im Interview ist, auch so ein bisschen immer der Kontrast, checken das überhaupt, was er da möchte. Aber es gibt halt ganz viele Leute, und gerade auch Jugendliche und halt auch wirklich Leute, die stottern und gestottert haben, denen das ganz, ganz viel bedeutet hat. Und das habe ich halt dann nochmal im 4. Kapitel so die Perspektive gewechselt. Und das war es dann auch. Also mehr Material hatte ich dann auch nicht mehr. Und hat sich so ergeben, ne, hätte ich mehr gehabt, dann hätte es vielleicht noch ein 6. Kapitel oder so gegeben. Dann wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen. Aber so, das war ganz schön, weil 5 ist ja auch so eine schöne Zahl, um da irgendwie so gewisse Bögen aufzubauen. Ist diese Figur real und diese Geschichte zwischen Gina und John? Ja. Das ist alles echt. Ich würde sagen, das Buch ist zu 90-95% alles real. Ich habe nichts erfunden. Ich habe, wenn Sachen, ist ja auch die Frage bei einer Biografie, ich habe, wenn Sachen halt vielleicht irgendwie zusammengefasst, ja, also vielleicht in diesem MTV-Interview, ja, er war mal bei MTV und ja, er hat gewisse Interviews gegeben. Vielleicht war das nicht unbedingt immer alles das Gleiche, aber zu sagen, hey, John in den Medien, ist das halt eine Szene, so solche Zusammenfassungen oder aus 2 Personen wurde dann mal vielleicht eine oder so, solche Sachen oder eine Person macht was eigentlich eine andere Person gemacht hat, aber dann müsste man eine neue Person einführen und die andere kennt man schon halt so, aber das sollte es halt irgendwie nicht verfälschen und es ist alles zu 90% würde ich sagen, wahr.
Und deswegen, genau, also dieses vierte Kapitel, das ist, das muss ich der guten Gina auch noch schicken. Das hat sie nämlich noch nicht bekommen. Wie so Engländerin, da spricht auch kein Deutsch. Das hat sie alles, diese Geschichte zwischen ihr und John, die ist auch, die ist sowieso schon so halb öffentlich. Die habe ich damals schon gefunden. Das war so Teil von diesem Nachruf in der Stotterer-Community und hat mir einfach die Erlaubnis gegeben, dass ich das erzählen darf. Und das hat natürlich super, das hat super einfach noch gepasst, weil sonst wäre auch ein bisschen die Frage gewesen, wie die Geschichte nach dem dritten Kapitel endet. Und das hat dann super nochmal halt irgendwie da eine neue Perspektive aufgetan und auch das Ende abgerundet. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das hat wirklich so einen Aspekt mit reingebracht, den man jetzt aus meiner Perspektive, der ich jetzt nicht stottere und die Message damals auch nicht verstanden habe, sondern einfach nur so die Musik wahrgenommen habe und den Erfolg wahrgenommen habe, das ist wirklich in noch so ein anderes Licht gerückt, einen anderen Kontext reingebracht und natürlich der Geschichte auch noch eine ganz andere Emotionalität dann auch verpasst. Du hast natürlich auch recht, dadurch, dass John Larkin ja doch dann vergleichsweise jung gestorben ist, hast du natürlich nicht dieses Johnny Cash in Anführungsstrichen Problem, dass du dann irgendwie dann danach noch irgendwie 4 Jahrzehnte erzählen musst, die vielleicht auch nicht immer so spannend waren. Das geht ja dann doch relativ schnell dann bei John Larkin zu Ende, beziehungsweise du überspringst ja auch ein bisschen dann so, dass du reißt so das zweite Album noch ein bisschen an und das dritte Album dann so wird so am Ende noch miterzählt. Also auch so die, jetzt abgesehen vom gesundheitlichen Zustand, die Momente der Karriere, die dann nicht so dolle gelaufen sind, muss man jetzt dann auch nicht im Einzelnen auseinandernehmen. Die hätten wahrscheinlich dann auch nicht so richtig viel hergegeben. Also wie gesagt, ich hab auch nichts vermisst. So war es ja damals wahrscheinlich auch. Also da ist wahrscheinlich, da kam das zweite CD, da ist dann noch so ein bisschen Erfolg und dann kommt noch mal eine, da geht es aber auch schon nicht mehr so gut. Und da wird auch damals, als es rausgekommen ist, nicht viel Wind drum gewesen sein, denke ich mal. Du hast ja noch als so Rahmenhandlung die Echo-Preisverleihung 1996 mit drin. Also damit geht der Comic los, so die ersten Seiten. Und dann immer wieder zwischendrin eingestreut mal die verschiedenen Seiten. Die sind dann auch gekennzeichnet. Die haben einen schwarzen Rahmen, während alle anderen Seiten halt weiß umrandet sind. Wie hast du zu dieser Entscheidung gefunden, dass erstens das diesen Moment herzunehmen, wahrscheinlich ist es so der Karrierehöhepunkt, und wie hast du dann auch entschieden, wo du diese Zwischenseiten so einsetzt? Also es ist ja auch eine gewisse Struktur dadurch vorgegeben. Ja, das stimmt, das ist ganz interessant, stimmt, das habe ich schon vergessen, weil diese ersten beiden Kapitel sind halt noch viel weiter weg, weil da liegen halt nochmal 1-2 Jahre dazwischen, zwischen den ersten zwei und den letzten drei. Da weiß ich nur, ich weiß gar nicht mehr, wie es in der Urversion war, aber da weiß ich, dass ein Professor an der Hochschule mit mir im Gespräch, der gesagt, hey, um das aufzupeppen, kannst du doch mal Zeitsprünge in der Geschichte halt geben, also hin und her, was ich erst so ein bisschen billig fand irgendwie, das ist halt so ein naheliegendes Stilmittel, was macht ja Sinn, also es erfüllt ja auch seinen Zweck, wenn man da immer hin und her schneidet. Ich meine, ist es dann auch keine Überraschung, man weiß ja dann irgendwie auch, okay, der wird der John wahrscheinlich irgendwie einen Preis kriegen, aber ja, da immer zu springen, das ist schon irgendwie dann cool, vor allem ist halt ein anderer schöner Effekt, das Buch beginnt ja auch damit. Und halt gerade dann die allererste Seite, das ist natürlich sofort das Setting. Also gerade auch für die deutschen Leser, Echo 1996, da hast du halt, das kannst du halt auch mal, das kann ich meiner Mutter zeigen oder halt auch irgendwie Leuten in deinem Alter, da hast du halt irgendwie Stefan Raab noch aus seiner Viva-Zeit und irgendwie die Fantastischen Vier und die Leute und wie die halt alle ausschauen und was sie anhaben. Das ist natürlich so gleich super cooles Setting, wenn man das da hat am Anfang. Und dann, naja, dann ist es halt immer so ein bisschen einfach, wenn in Johns Leben in seiner Vergangenheit als Kind, als junger Erwachsener, wenn da eine Szene vorbei ist und ein Zeitsprung käme, dann gibt es halt nochmal kurz den Blick in diese Echo-Szene und am Ende fügt sich dann ja so ein bisschen zusammen. Und dann, also diese ersten zwei Kapitel sind auch sehr abgeschlossen eigentlich. Es war ja auch, die wurden ja auch vorher schon gezeichnet. Und dann geht es halt auch eigentlich erst richtig los mit seiner Karriere danach. Dann hast du ja neben diesen Echo-Zwischenseiten auch noch viele, also vergleichsweise viele weiße Seiten da mit drin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich diese digitale Fahne da vor 5 Wochen bekommen habe, war ich immer verwirrt, ob da was nicht richtig geladen hat auf dem Tablet oder ob das jetzt halt einfach an der Fahne liegt, dass da irgendwie noch irgendwelche weißen Seiten mit drin sind. Als ich dann das gedruckte Buch bekommen habe, habe ich reingeguckt und stelle fest, die weißen Seiten sind da ganz genauso drin und erschließen sich mir nicht immer, warum die da sind. Also vor allem, es gibt diese eine Stelle,
eben bei dem MTV-Interview, wo er dann Backstage geht und dann sind da zwei weiße Seiten dazwischen und aber die Szene ändert sich eigentlich nicht. Also da ist kein echter Zeitsprung dahinter. Das hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich super interessant, dass wir jetzt drüber sprechen, ja, weil und vorhin, also was von beim Intro wollte ich schon die ganze Zeit sagen, also ich habe mich auch echt gefreut, jetzt so im Detail drüber sprechen zu können, weil das wird man bei keinem anderen Interview halt irgendwie haben. Habe ich mich, also das kam irgendwie so, also diese weißen Seiten sind für mich halt immer so ein bisschen Temposteuerung, ne? Also wo man bei einem Film, da ist dann vielleicht mal eine Sekunde länger irgendwie der Schnitt oder so. Und dann habe ich überlegt, gibt es das eigentlich oder habe ich das jetzt irgendwie erfunden oder macht man das gar nicht? Und habe halt auch viele Comics aus meinem Regal genommen und es ist tatsächlich eigentlich ziemlich untypisch mit diesen weißen Zwischenseiten. Ja. Also so ein bisschen kommt es daher halt, also manchmal hat man es ja, da gibt es so klassische Sachen, einfach manchmal will man einen Cliffhanger auf einer linken Seite und dann ist erstmal nix. Oder man will irgendwie, wenn man die Seite umdreht, Page-Turner, dann schaut der Mensch erstmal auf die rechte Seite und dann ist da aber vielleicht schon irgendwie der Spoiler, weil die linke Seite wird ja umgeblättert und die rechte sieht man dann zuerst. Und dann okay, wenn er das nicht sehen soll oder schon zu früh sehen soll, dann ist halt links irgendwie auch was anderes. Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen das hin und her geschoben und das teilweise leer gelassen. Und es sind da teilweise dann auch einfach so Zeitsprünge. Und zum Beispiel bei dieser MTV-Szene, da wäre es, glaube ich, so, ich stelle mir das irgendwie so als Film irgendwie immer vor. So, das ist natürlich das gleiche Setting, aber irgendwie auch nicht, weil er ist ja dann Backstage und irgendwie ist ja auch so wahrscheinlich, vielleicht sind es auch so 10 Minuten vergangen oder manchmal ist es auch so ein Stilmittel, dass man denkt, man schneidet weg, aber man schneidet doch nicht weg. Es ist aber hochexperimentell. Es hat tatsächlich, der Verlag hat da, die haben da gar nichts mehr groß zu gesagt. Mhm. Aber es ist schon ziemlich, es ist nicht typisch eigentlich. Also auch wenn ich jetzt hier in Comics in meinem Regal schaue, das gibt es, glaube ich, nicht so oft. Ja, klar. Wenn es was Typisches wäre, dann wäre es mir wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen. Das hätte ich mich auch nicht gewundert. Also die Sache ist natürlich auch die, also ich lese selten digitale Comics. Ja. Und dadurch dann, dass es aber trotzdem auf dem Tablet so beim Scrollen so manche Seiten sich halt auch erst laden müssen. Das war halt einfach so. Und dann manche Seiten aber halt einfach weiß geblieben sind. Das hat mich dann im Moment erstmal verunsichert, ob das so sein soll oder ob da irgendwas falsch ist oder nicht. Ja. Aber ja, das finde ich sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, bei manchen Kapiteln merkt man halt auch wirklich einen Zeit- und auch Ortsprung nach der weißen Seite. Das hat sich mir dann schon erschlossen, aber dann eben gerade diese Backstage-MTV-Szene, da habe ich mir gedacht, das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil sich da weder Zeit noch Ort dramatisch verändern. Also es ist immer noch die gleiche Situation und so. Aber gut, ne, also finde ich sehr, sehr interessant. Also da wäre ich interessiert, was da noch so an Feedback kommt. Da müssen wir vielleicht wir müssen dann glaube ich, mal beim Comicbuch-Club nochmal eine Runde machen. Da bringst du dann mal dein Skript mit und dann vergleichen wir das alles mal. Dann schauen wir uns das mal alles an. ansonsten, ich habe noch einen Haufen andere Punkte, was so gerade so gestalterischere Elemente angeht. Ja. Also insgesamt, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr flüssig erzählt. Ich finde es sehr, sehr, sehr reif in der Gestaltung. Ich fand zum Beispiel so die Seitengestaltung sehr klug gemacht und sehr interessant gemacht, dass du häufig auf der Seite oben mit einem so einem Establishing-Shot quasi über einem Querpanel beginnst, dass die Szene erstmal klar macht, so quasi eine Kamera relativ weit weg und dann darunter dann auf der Seite mit 4 Panels oder so dann in die Szenerie reingehst, an die Figuren näher rangeht und das sehr, sehr, sehr häufig und für mich hat das ein sehr, ja, das hat er mich als Leser so richtig in die Szene reingebracht, wusste immer, wo ich bin. Ist das etwas, was du auch so im Gespräch mit dem Professor vielleicht oder im Drehbuchkurs mitgenommen hast oder ist das was du bei Comics vorher gelernt hast, die du gemacht hast? Wie kam das so? Ja, das kommt, glaube ich, eher so aus dem Comic. Also das ist halt auch, das ist eigentlich so Comics 101 und so Comic-Handwerk. Trotzdem, umso öfter sieht man halt auch kommerziell erfolgreiche Comics, wo irgendwie so fragwürdige Entscheidungen drin sind. Aber ich habe natürlich als Jugendlicher, ich mache ja wirklich auch schon seit über 10 Jahren wahrscheinlich Comics, ich habe natürlich das von Scott McCloud, das Comics-Machen-Buch mehrfach durchgeblättert, wo er alle möglichen handwerklichen Tricks halt irgendwie durchgeht und Seitenaufbau und Establishing-Shot und dann weiter rein, das ist eigentlich so grundlegend. Oder ich habe zum Beispiel, ich habe 2-mal in Folge bei einem Workshop mitgemacht, mit dem Comiczeichner Marvel, den ich vorhin schon erwähnt habe.
der halt auch da ja, Meister seines Fachs ist, irgendwie wirklich, muss man sagen. Also wer irgendwie auch, also wenn ihr hier so Künstler und so zuhören, also ich finde so Workshops gerade, wo man eine Woche mit so anderen Leuten, die so genauso gut sind wie man selbst, aber anderen Stil haben und halt Leuten, die auch wirklich viel mehr Erfahrung haben, wenn man da zusammen ist, da nimmt man so viel mit. Das ist auch schon ewig her, wirklich. Da war ich wahrscheinlich, ich glaube, das eine Mal war ich 17, das andere Mal war ich 18. Und da habe ich, das ist halt bis heute irgendwie, da habe ich mir das irgendwie so gemerkt. Und ja, und also für mich ist auch, das sage ich immer so ein bisschen, also ich bin, also das ist mir auch wichtig, also wenn ich im Ranking, wenn ich sagen würde, was mir beim Umsetzen der Geschichte am wichtigsten war, tatsächlich also dieses Skript, als ich das fertig geschrieben hatte, da war ich so zufrieden. Ich hätte tatsächlich, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn ich dieses Skript einem Comiczeichner meines Vertrauens gegeben hätte und gesagt hätte, komm, da steht vorne drauf Jeff Shee und jemand anders und das ist unser Ding. Das war für mich eigentlich das Geilste. Dann dieser Seitenaufbau, das Storyboarding, das Thumbnailing und so, das kam dann danach, das fand ich auch cool. Und was, also wo ich überhaupt keinen Wert drauf lege, und ich glaube, da sind viele Zeichner vielleicht auch anders, ich finde das Zeichnen und den Stil und wie das dann ausschaut, das finde ich so anstrengend und nervig. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich das besonders gut kann. Ich habe da halt irgendwie den Stil dann gefunden, wie er ist. Aber umso mehr lege ich halt den Fokus halt auf eher so Sachen wie Seitenaufbau und so, weil ich finde, das sind so, da bewirkt man halt irgendwie was und der Rest ist dann irgendwie halt Ausarbeitung. Ja, du sagst so, das ist so Comic-Storytelling 101, aber man sieht es dann eben doch häufig, dass Comic-Zeichner, Zeichnerinnen halt diese Form des Handwerks nicht zwingend drauf haben. Und das ist ja, ja, genau das, wie du es ja auch sagst, was eigentlich das Spannende beim Comic ist, ist wirklich das visuelle Storytelling. Nicht einfach nur, kann ich eine Figur besonders schön rendern oder so, kann ich irgendwelche Hintergründe toll machen, kann ich mit Farben gut umgehen, und Farben können ja auch Teil des Storytellings sein, aber genauso das, und das hört man auch bei Comic-Schaffenden immer wieder, dass der interessante Prozess so eben das Design der Seite ist, das Überlegen für Storytelling-Zwecke, wie viele Panels, wo packe ich die Panels hin, wo packe ich was im Panel hin, wie führe ich das Auge über die Seite, das ist der spannende kreative Prozess und danach ist es eigentlich nur noch die Ausführung, das Fertigmachen auf der Seite. Und das ist eben was mir beim Lesen eben wirklich stark aufgefallen ist, dass ganz viele solche Storytelling-Momente und Elemente da drin sind. Das nächste wäre dann auch so der Umgang mit der Panel-Gestaltung, dass du also im Regelfall rechteckige Panels mit 90-Grad-Winkeln hast und dann aber in ausgewählten Situationen die Panels dann eben andere Formen annehmen und nicht mehr 90-Grad-Winkel. Das sind dann zum einen so Montagesequenzen, also zum Beispiel wir dann mit Judy heißt sie, ne? Judy. Nach Amsterdam kommen, dann das Musikvideo zum zweiten Album, aber dann eben auch häufig so Live-Musiksequenzen, wo eben die Energie der Szene quasi sich dann auch in der Form der Panels widerspiegelt. Und da möchte ich mal auf eine ganz bestimmte Sequenz hinweisen, die mich da auch besonders beeindruckt hat, und ich hoffe, dass ganz viele HörerInnen das Buch dann da auch zur Hand nehmen und sich das mal anschauen. Das ist auf ab Seite 41, das ist, da sind sie im Studio, um dieses Jazz-Album aufzunehmen, das John Larkin-Album. Das ist also ab Seite 41 geht's los, wo sie dann anfangen zu spielen und die Panels dann so schief werden. Und dann auf der Folgeseite, Folge 42, im dritten Panel rastet John Larkin aus, weil es irgendwie nicht passt. Und dieses Panel ist dann wieder rechteckig mit 90-Grad-Winkeln. Also da ist so ein Bruch zwischen, gerade haben wir noch Musik gemacht und dann kommt dieses eine Panel, das von der Form überhaupt nicht, das überlappt dann auch mit dem Panel drunter. Also es bricht dann so wirklich, wir hören abrupt mit der Musik auf. Und dann sind die Panel wieder normal rechteckig und dann auf Seite, was ist das dann, 44, wenn sie dann wieder das Spielen anfangen, da sind dann gar keine Panel mehr. Also da wo es dann so richtig float, wo dann die Musiker auch so alle zusammengefunden haben und ihren Groove gefunden haben, so, da löst sich das dann komplett auf und es sind nur noch die Figuren und Sprechblasen und Musikblasen quasi so zu sehen und dann dieses Zitat von dem Produzenten. Das fand ich eine sehr, sehr starke Sequenz, also wo wirklich das sehr, sehr gut durchgespielt ist, was diese unterschiedliche Panelgestaltung auch wirklich für eine erzählerische Bedeutung hat. Ich denke, ich interpretiere da nicht zu viel rein, oder? Nee, also es freut mich, aber es freut mich super, dass das, ne, wenn dir sowas auffällt und vielleicht auch anderen Lesern, LeserInnen, dass das halt so funktioniert, das ist natürlich
irgendwie der Gedanke der gewesen. Übrigens, ich finde es super, jetzt helfen uns auch die Seitenzahlen. Der Verlag hat irgendwann gesagt, wir brauchen noch Seitenzahlen. Und ich sagte, ich möchte keine Seitenzahlen. Ich verstehe nicht, warum Comic Seitenzahlen braucht. Aber jetzt erfüllen sie schon ihren Zweck. Jetzt kannst du sagen, ab Seite 41. Ja, also das ist für solche Sachen ist es tatsächlich immer ganz gut, wenn man, wenn man Seitenzahlen drin hat, wenn man sich übersucht. Sie schaden ja auch nicht. Was mir auch sehr gut gefällt, und das ist auch was, wo ich immer wieder drüber spreche und wo ich auch beim Comicbuchclub neulich mal drüber gesprochen habe, und was mir irgendwann bei Filmen mal aufgefallen ist und was mir in Comics auch viel zu selten auffällt, sind so Insert-Shots, wo du dann teilweise so einzelne Panels drin hast, wo dann mal nicht die Figur zu sehen ist, sondern nur Details der Szenerie zu sehen sind, die teilweise stumm sind, teilweise irgendwie eine Sprechblase aus dem Off kommt, die aber ja ein bestimmtes Pacing auch irgendwie machen. Ja. Was sind da deine Gedanken zu solchen Panels? Also da auch wieder Scott McCloud, wobei ich weiß nicht, ob das wirklich von ihm kommt, aber was man halt immer, also ein Anfängerfehler, sage ich mal, ist gerade, also es sind ja gerade Dialogsequenzen eigentlich, sind Talking Heads eigentlich. Das ist halt, wenn man über mehrere Seiten hinweg immer nur die Köpfe von den Leuten sieht, die reden. Das ist ja wirklich das Langweiligste, was man irgendwie haben kann. Und das ist halt irgendwie sowohl im Film als auch im Comic, halt in jedem visuellen Medium die Herausforderung, wie kann ich halt irgendwie ein Gespräch zeigen, ohne dass es super langweilig visuell ist. Also kann ja sein, dass sie über was Interessantes reden, aber man will halt nicht einfach immer die gleichen, ne, also im Film, da heißt es halt bei Kritikern immer oft Shot, Reverse Shot. Einfach einer steht links, einer steht rechts und dann wird immer hin und her geblendet. Das ist, wenn es billig und schnell gehen soll. Aber ist natürlich langweilig einfach. Und das ist halt super Mittel, wo man halt irgendwie Atmosphäre schaffen kann. Man muss nicht die ganze Zeit diese Gesichter zeichnen. Man kann halt mal irgendwie zeigen, wo die sind. Oder halt die, also das im Comic funktioniert ja vielleicht sogar fast noch besser als im Film, dass man die halt mal von weit weg zeigt oder von der Seite oder nur in der Silhouette irgendwie so, damit es halt optisch einfach so ein bisschen interessant ist. Und da kann man noch tiefer einsteigen. Was mir persönlich gut gefällt, zum Beispiel, es gibt ja ein paar so Dialogszenen, ist halt, wo er seine Frau da kennenlernt auf dieser Veranstaltung, Judy, und sie dann da am Klavier sitzen. Da sind ja ganz viele so subtile Sachen, wie sie dann auch zusammen im Klavier sitzen und dann zeigt man sie halt mal zusammen. Das sagt ja auch was aus, wie die sich halt irgendwie gerade so kennenlernen und so. Ja. Also das ist halt wirklich so Erzählpotenzial vom Comic, wo es wirklich über Bild und Text hinausgeht und das ist halt verschenkt, vergeudet, wenn man da nicht ein bisschen was macht, finde ich. Ich finde es schön, dass du subtil sagst. Subtiles Erzählen ist tatsächlich ein Begriff, den ich hier in meinen Notizen habe. Da habe ich noch ein paar Sachen zu dem subtilen Erzählen, die ich sehr gut fand. Aber ich wollte jetzt gerade noch mal was zu so Dialogen sagen, wo du gerade gesagt hast, gerade so Dialogsequenzen, wenn man mal nicht nur Talking Heads zeigt und so. Auch was ich eben sehr, sehr schön fand, auch wieder in dieser Studiosituation, wenn sie das John Larkin-Album aufnehmen, Seite 34, 35, da ist irgendwie, der Produzent zeigt ihm so das Studio und zeigt so, hier das neue Bandmaschine und hier das neue Teil und dann sieht man in einem Panel so aus dem Off quasi eine einzelne Musiknote irgendwie und dann auf der nächsten Seite, wie John Larkin eben am Flügel steht und da eine Taste drückt und auf der gleichen Seite dann eben auch, wenn dann seine Mitmusiker kommen und auch erstmal nicht zu sehen sind, sondern dann die Sprechblase aus dem Off im Panel drin ist. Also, wie gesagt, finde ich eben tatsächlich sehr, sehr gelungen und genau wie du gesagt hast, es gibt ein spannenderes Erzählen, es ist nicht nur Text auf einer Seite, weil das ist wirklich so Talking-Head-Situationen, dann brauchst du auch schon fast keine Figuren mehr hin, schon wenn du einfach den Text auf die Seite machst und dann schreibst du noch daneben, wer das gerade sagt, aber dann ist es auch wirklich nicht mehr Comic. Also, ja. Ja, gerade, also auch wenn du sagst, aus dem Off, das ist ja auch wirklich auch ein Filmbegriff, also ich finde, also Comic und Film sind sich da halt doch so ähnlich und ich habe das hier im Rechner offen, ich habe das Buch hier nicht vor mir liegen, aber da schafft man halt auch so Mini-Spannungen, ne? Also innerhalb von zwei Panels, da redet wer was und schon auf der gleichen Seite sieht man im nächsten Panel, wer das gesagt hat. So. Ja. Aber, also ich bin jetzt auf Seite 35, aber gleichzeitig ist ja auch für den John, ist es ja auch so, weil der hört es aus und dann denkt er, oh, wer ist denn das? Und dann freut er sich, dass es halt seine Kollegen da sind. Das ist ja dann, ne? Das ist halt genau der Effekt, der da auch irgendwie passieren soll. Das ist so ein ähnlicher Reveal wie ein Seitenwechsel, wie so ein Page-Turn. Ja. Natürlich auf einer Seite, aber so von Panel zu Panel kann man ja auch solche Spannungsmomente erzeugen. Klar, das Auge nimmt es natürlich schon
mehr war als eben ein Umblättern. Nichtsdestotrotz, ja. Wenn man sich von Sprechblase zu Sprechblase liest, hat man da trotzdem immer noch so einen Aha-Effekt dann mit drin, der die Erzählung ein bisschen spannender macht als eben so, ja, nur so Talking Heads, absolut. Das ist bei der Gestaltung der Sprechblasen natürlich noch, das ist jetzt überhaupt keine großartige Beobachtung, aber dass die gestotterten Sprechblasen halt krakeliger gezeichnet sind als die anderen Sprechblasen, wo flüssig gesprochen oder gesungen wird oder so. Aber nichtsdestotrotz auch ein gestalterisches Element im Comic, der ja, Ton sichtbar macht. Ne? Also das ist natürlich eine Schwierigkeit. Wo man halt mit wenig Mitteln viel erreichen kann. Also wenn jetzt einer sagt, ich möchte einen Comic machen, der hat 200 Seiten, dann denke ich mir, überleg dir vorher halt noch irgendwie, hey, mach das doch so, das machst du auf allen 200 Seiten so, das ist, kostet dich gar nichts und das ist halt dann irgendwie, ist es einfach ein wertvolles Stilmittel. So. Ja, wir haben gerade so wegen subtiles Erzählen haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ich habe da so einige Notizen dazu. Jetzt gucke ich auch noch mal kurz, was ich da jeweils so mit gemeint habe. Ah ja, genau, über Zeitsprünge haben wir schon gesprochen. Mhm. Da haben wir auf Seite 26, wenn er da mit seinen Jazz-Kollegen in der Bar ist, gibt es dann so ein Panel zum nächsten. Und dann so in dem einen Panel sieht man zwei, ich sag mal, Whiskyflaschen aufrecht stehen und einen Aschenbecher, in dem zwei Kippenstummel liegen und dann direkt im Panel drunter dann die Flaschen umgeworfen, angeknibbelt, 20 Stummel, also wo man den zum einen einen Zeitverlauf natürlich sieht und zum anderen aber auch, was diese Menschen mit sich machen. So, ja. Also dieser Konsum und dieser Raubbau am Körper, also da auf der nächsten Seite natürlich auch die Nadel im Arm und so. Ja, genau. Und es ist halt für das Stilmittel, es ist halt die gleiche Einstellung. Also es ist der gleiche Ausschnitt vom Tisch, der Aschenbecher steht an der gleichen Stelle, aber offensichtlich ist da schon was passiert jetzt in der Zwischenzeit. Ja, also super, also dass wir auch, wenn mich jetzt jemand nach meinen Lieblingsstellen irgendwie fragen würde, gut, müsste ich erstmal wieder schauen, aber das ist auch wieder, also das ist, du bist ja dankbarer Leser, du bist ja irgendwie auch der, es gibt ja von Scott McCloud gibt es ja nicht nur Comics machen, sondern auch Comics lesen, so, und du bist da ja der Mensch, der das auch zu lesen weiß, so. Das war ja auch der erste von Scott McCloud, Comics richtig lesen. Den habe ich natürlich mehrfach gelesen. Ich muss sagen, von den ganzen anderen Bänden habe ich leider keinen gelesen. Sollte ich eigentlich auch mal machen. Aber ja, das ist natürlich der Band, den ich auch im Regal stehen habe. Und gut, ich beschäftige mich natürlich auch schon ein paar Jährchen damit und so. Genau, und dann, also das war so Zeitsprung von Panel zu Panel, aber dann natürlich eben auch so längere Zeitsprünge von, nicht wirklich Kapitel zu Kapitel, aber eben dann mit weißen Seiten, beziehungsweise dann eben so der Echo-Preisverleihung noch dazwischen. Du hast gerade gesagt, wenn er dann Julie da am Klavier kennenlernt und dann eben ein paar Seiten später landen sie dann in Amsterdam. Also wo auch ein Gespräch, willst du nicht mal dahin und wir mal Europa sehen und irgendwie sowas. Und ein paar Seiten später ist es dann noch Zeit vergangen, 1990, Amsterdam und dann eben diese Montagesequenz. Also das ist das, was ich vorhin eben auch meinte, dass man solche Zeitsprünge als Leser leicht füllt. Also dass da man sich nicht verloren fühlt, sondern immer genau weiß, wo man ist, dass da schon auch ein Anschluss da ist thematisch und man aber mitkriegt, okay, die zwei sind jetzt zusammen, da haben sie sich kennengelernt, jetzt halten sie Händchen, sind zusammen nach Europa gereist. Und solche Szenen gibt es ja immer wieder in dem Comic auch drin. Also das finde ich auf jeden Fall auch tatsächlich sehr gelungen. Es wird jetzt so ein bisschen zur Lobhudelei. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich dir jetzt immer nur vorsage, was ich gut fand und du gar nicht so. Ja, ich meine, gut, du hattest schon die weißen Seiten, die hast du nicht verstanden. Nein, ich meinte, dass du natürlich auch noch ein bisschen was dazu sagen musst, damit ich hier nur alles vortrage irgendwie. Aber ich finde, weil ich mir diese Notizen halt gemacht habe, können wir mal gucken, ich habe mir nochmal was. Seite 50 Stummen, ich glaube, das ist dann genau Seite 50, 51. Da gibt es dann nur eine Sprechblase auf einer Doppelseite, wo man dann auch so erzählt bekommt, das Jazz-Album war nicht so richtig erfolgreich. Es steht stapelweise bei ihm im Zimmer rum, weil es sich nicht verkauft. Dann wieder so diverse Alkoholflaschen, das Foto von seinem verstorbenen Musikerfreund und dann so dieser Moment, wenn er die Flasche gegen die Wand wirft und dann auch wieder Zeitsprung ins nächste Kapitel und wir sehen ihn bei einer Veranstaltung sowas wie anonymen Alkoholiker, ne? Also so. Ja, genau. Ja. Ist so eigentlich anonymer Alkoholiker, ja. Okay. Da ist, ich meine, bei sowas, also das ist einerseits natürlich dankbar, auch teilweise ist es in der Recherche auch nicht ganz klar, ne? Also ja, vielleicht gab es da mal einen,
natürlich könnte man irgendwie sich eine Szene da irgendwie erfinden, wo dann einer sagt, hey John, du bist doch am Tiefpunkt, komm doch jetzt mit uns zu den anonymen Alkoholikern und so. Mhm. Aber das ist ja, also das ist ja dann auch wieder vielleicht uninteressant oder auch Filler oder so. Also man, das ist ja auch vielleicht, was man irgendwie da im Studium auch viel lernt und so. Also Kunst und Design und so, das ist auch ganz viel immer kürzen, kiss, keep it simple, stupid halt irgendwie so. Das muss man, das ist vielleicht einfach spannender, wenn man sich da irgendwie selber sehen muss, huch, was ist denn jetzt passiert? Eben war er noch ganz unten und jetzt ist er irgendwie dort und so. Als wenn da jetzt irgendwie einer auch sagt, jetzt, weiß ich nicht. Ja. Hast du manchmal beim Machen die Angst, dass solche Storytelling-Details vielleicht auch ein bisschen untergehen oder verloren gehen, dass manche Leser da auch Informationen verpassen, wenn es zu subtil ist? Also ich freue mich die ganze Zeit, wenn du alles halt wirklich ganz aufmerksam da mir da irgendwie rausfindest. Das freut mich natürlich super. Ich glaube, ich habe schon darauf geachtet, dass natürlich wird jetzt zum Beispiel meine Mutter wird das anders lesen als du. Und auch ja viele auch Kollegen, die von der Arbeit jetzt, die nichts mit Comics zu tun haben. Ich möchte, dass sie im Ansatz die Geschichte verstehen. Das ist ja irgendwie schon mal das Wichtigste, dass sie halt wissen, wer war der John und was hat er gemacht und was ist irgendwie der Reiz an seinem Leben. So, das ist ja das Wichtigste. Und alles andere kann das ja dann nur bereichern. Das ist eigentlich wie beim Film gucken auch. Ich komme immer wieder zum Film, weil es halt irgendwie das verbreitertere Medium ist. Du kannst ja auch mit einer Gruppe von Freunden Film gucken gehen oder vielleicht mit deinem Partner oder so. Und ihr habt schon beide verstanden, was da passiert ist in diesem Film. Aber du hast nochmal gedacht, geil, diese eine Szene, wo der jetzt nochmal da irgendwie symbolisch gezeigt hat, das Auto und irgendwas, das ist ja nur eine Bereicherung irgendwie so. Ja. Nee, aber ich freue mich natürlich, wenn Leute es verstehen. Oder manchmal auch so vielleicht, ne, manchmal du checkst, dass es gut ist, aber du weißt auch nicht warum. Das gibt es ja auch noch so, vielleicht so das Mittelding. Ja. Ja, genau, wenn man merkt, irgendwas passiert Besonderes, auch wenn ich es nicht benennen kann, auch wenn ich nicht einen Finger irgendwo drauflegen kann, genau zeigen kann, was genau das ist, aber es löst irgendwie was aus. Ja. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt natürlich auch dreimal gelesen, ich habe ihn natürlich auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen, habe natürlich auf solche Details dann auch geachtet, beziehungsweise wenn ich dann so bei einem Durchgang, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, dann wusste ich, okay, beim zweiten Durchgang achte ich darauf dann besonders und wo taucht es vielleicht nochmal auf oder so. Aber sag mal kurz, wie lange brauchst du, um das einmal zu lesen? Das ist ja bei Comics immer, ich weiß es einfach nicht. Ja, ich habe jetzt nicht direkt auf die Uhr geschaut, aber ich habe es immer vor der Arbeit meistens gelesen, also unter einer Stunde war es auf jeden Fall. Mit den dritten Durchgang heute früh habe ich dann auch relativ schnell gemacht, weil ich habe das erste Mal habe ich es halt vor 5 Wochen gelesen, das zweite Mal jetzt vor ein paar Tagen, also es war noch echt frisch, irgendwie am Wochenende oder so, und jetzt heute früh war ich dann eben, jetzt das Buch gestern bekommen habe, habe ich das halt nochmal relativ schnell, da habe ich jetzt dann nicht mehr jedes einzelne Wort gelesen und habe dann nochmal mehr so auf solche Details dann eben auch geachtet, aber ich hab heute erst mir so ein Interview angehört und da hieß es dann, ich glaube, das wird wohl Brian Michael Bendis zugeordnet, dieser Spruch, dass er sagt, der Comic ist nicht zu kurz, du hast nur zu schnell gelesen. Ja, weiß ich. Ich meine, das ist ein lustiges, kann gut sein. Ich meine, tatsächlich Comics, ich bin kein guter Comic-Leser, muss ich gestehen. Ich hab nicht viele Comics gelesen. Ich habe natürlich mehr Comics gelesen als irgendwie der durchschnittliche Deutsche. Man ist schon auch schnell mit Comics. Also jetzt mein Comic, der hat auch nicht viel Text und so und der passiert viel über die Bilder. Das liest sich halt auch da irgendwie dann schnell. Das ist halt alles schnell erfassbar. Aber mein Gott, so ist halt. Also ich finde, man muss sich da jetzt nicht irgendwie entschuldigen oder auch als Künstler irgendwie schlecht fühlen, dass es jetzt irgendwie schnell gelesen war. Das ist halt das Medium einfach. Ich glaube ja, weil du natürlich sagst, da ist nicht viel Text drin, aber all die Informationen, die im Bild ist, muss man eben auch mitlesen. Und das machen viele wahrscheinlich nicht, weil sie es nicht gelernt haben oder weil sie sich eben nicht dafür die Zeit nehmen. Mhm. Und wenn man das halt irgendwie doch auch noch als, das ist ja auch Informationsträger, das ist ja genauso wie das geschriebene Wort. Du hast dir vielleicht sogar mehr Arbeit reingesteckt in die Bildgestaltung. Also klar, natürlich, wenn man ja nicht sagt, 245 Seiten, einen kurzen Roman von 245 Seiten, lese ich natürlich trotzdem länger dran als an einem Comic von 245 Seiten.
Nichtsdestotrotz, der Aufwand ist mindestens der gleiche und der Informationsgehalt auch. Man muss halt Bilder auch zu lesen wissen. Aber es gibt natürlich auch Comics, wo in den Bildern nichts zu lesen ist. Das ist halt dann einfach nicht gut gemacht. Ja. Das ist natürlich auch klar. Aber vielleicht liest du die dann trotzdem länger, weil du die ganze Zeit nicht verstehst. Ja, das... Nochmal zweimal schauen musst. Das kann auch sein, ja. Also eine Sache zum Beispiel, die mir nicht sofort aufgefallen ist, die mir dann erst so beim zweiten oder dritten Lesen dann aufgefallen ist, wieder subtiles Erzählen. Wenn man dann ja weiß, dass er am Ende an Lungenkrebs, wenn ich das richtig verstanden habe, stirbt. Es gibt auf Seite 99 eine Seite, da ist er dann wieder im Studio und da ist die Seite dann gestaltet, da mit zwei Panels eine Kaffeetasse und im nächsten Panel dann so Nikotin-Kaugummis und eine Dose Nüsschen. Also eigentlich so genauso die Antithese zu der Seite, die wir vorhin gesehen haben, mit den Zigaretten und Alkohol und Drogen. Also und gerade so dieser Nikotin-Kaugummi, also dass er zwischendurch das Rauchen aufgehört hat und dann am Ende dann ja auch sagt, so und so lange nichts mehr geraucht, aber trotzdem hat es mich jetzt erwischt, so ungefähr. Also, dass da auch so ein Bezug da ist, da liegen dann noch fast 130 Seiten oder sowas dann dazwischen. Also, subtil muss man halt wahrnehmen, aber es ist da und wenn man es mehrfach liest, da fällt es einem vielleicht erst dann auf, aber dann hat man halt auch noch sowas, was Zusätzliches mit drin. Ja. Ich sag mal vor allem, also die allergrößte Kunst wäre es jetzt wahrscheinlich, wenn ich die Geschichte komplett erfunden hätte. Und das machen ja auch Leute, halt irgendwie Geschichten schreiben, die halt in unserer Welt spielen, aber komplett fiktiv sind. Ich meine, da ist natürlich das Material irgendwie dankbar. Das ist natürlich alles so gewesen, dass er früher da irgendwie sein Leben gelebt hat und dann an Lungenkrebs gestorben ist. Und explizit die Szene, wo er da in dieser Küche sitzt und diese Nüsschen und so, das kommt halt eins zu eins eigentlich aus einem Interview, wo es halt hieß, ey, ich erinnere mich daran, der saß da immer rum und der hatte immer diese Kaugummis und der hatte immer Nüsschen gegessen. Aber trotzdem gehört es natürlich dazu, dass man dann irgendwie als recherchetreibender Mensch irgendwie merkt, da ist was und das muss ich irgendwie nehmen. Und ich bin da immer die ganze Zeit wie in so einer Dozentenrolle. Aber jetzt, falls irgendwie Comic-Künstler da innen zuhören, also wenn man so Bilder hat, ich habe mich immer über jedes Bild gefreut. Und wenn einer sagt, hey, Nüsschen und irgendwie Nikotinkaugummis, das ist halt was, das kann ich sofort einbauen und das ist halt sofort irgendwie cool dann und gibt Atmosphäre und sagt was aus. Aber nichtsdestotrotz, du zeigst das einfach nur so nebenbei, ja schon ein bisschen beiläufig. Du hättest natürlich auch den Weg gehen können, das viel stärker zu thematisieren, das viel quasi offensichtlicher zu machen, leichter konsumerabel oder eventuell sogar auch so als Anekdote. Du hast ja vorher mal das Zitat von dem Produzenten ich habe das Klavier noch nie zittern sehen oder irgendwie sowas, um zu beschreiben, was für ein Moment das war, als die hier diesen Jazz irgendwie aufs Parkett legen. Aber du hast dich dafür entschieden, das so subtil, unterschwellig da so einzuführen, wo der Leser ja noch gar nicht weiß unbedingt, dass es auf einen Lungenkrebstod hinausläuft, dass das also auch eine Bedeutung hat, eine Information, die irgendwie über 100 Seiten später nochmal einen Zusammenhang herstellt. Also das ist ja auch dahingehend, also natürlich also subtil gemacht, auch mutig gemacht und eben auch mit einer großen Könnerschaft gemacht, finde ich. Ja, danke. Wie gesagt, also der Lebenslauf ergibt es natürlich. Ich meine, klar, man könnte natürlich dann nochmal man könnte nochmal 10-mal zeigen, wie er sich so ein Kaugummi einwirft da im Studio und so. Das könnte man natürlich machen. Aber dann wird es auch schnell irgendwie wieder so billig, finde ich. Also ich mag das auch, wenn sowas so ein bisschen subtil ist. Weil es ist ja wirklich, also es ändert, ne, man versteht es ja trotzdem alles. Man versteht ja trotzdem, dass er früher ein Leben gelebt hat und dann später gestorben ist irgendwie an Lungenkrebs. Das weiß man ja alles, auch wenn man das nicht so eins ordnet. Ja. Aber es ist natürlich, wenn man so einen Comic rausbringt und ich ihn jetzt auch gelesen habe, ich werde halt auch gefragt, ist der Comic gut? Und ich finde es halt für mich jetzt auch so, an der ich jetzt auch in quasi Öffentlichkeit ja auch über Comics spreche. Ja. Für mir ist es halt wichtig, genau solche Elemente und solche Aspekte dann auch rauszustellen, weil was den Comic, also die meisten Rezensionen sprechen halt einfach immer nur von Plot und von Handlung und solchen Sachen. Das ist gut nicht gezeichnet. Also, aber das kommt dann im letzten Absatz. Ja. Ja. Vor allem, wenn es dann auch noch so Teams gemacht sind, wo dann der Autor, auch in Vorworten zu Sammelausgaben hat man das häufig. Dann schreibt dann irgendwie jemand, Stephen King oder wer auch immer, ein Vorwort in der Sandman-Ausgabe und schwärmt dann eine Seite lang über Neil Gaiman und unten steht dann ja auch noch, und der Zeichner hat das schön umgesetzt. So. Ja, ja. Und die Arbeit, gerade diese gestalterische Arbeit,
ja, kommt da halt natürlich häufig zu kurz. Und das ist aber das, was natürlich für mich zumindest den Comic eben daher auch interessant macht. Also wirklich diese Comic-Erzählelemente dann da eben auch rauszustellen. Und weil das eben auch so häufig in Comics nicht passiert, fällt es mir eben auch auf, wenn es passiert. Und das finde ich hier eben auch wirklich herausstellenswert. Ja. Es gibt noch eine ganz schöne Szene, die vielleicht ein bisschen plakativer ist. Ja. Auch subtil, aber plakativer. Ja. Das ist die Szene mit der Ampel. Ja. Seite 87, 88 telefoniert mit seinem, ich glaube auch Produzenten oder Manager, der im Auto sitzt und ihm vorschlägt, dass er Jazz-Rap machen könnte. Und in dem Moment, wo er Jazz-Rap sagt, springt die Ampel von gelb auf rot, wenn John sagt, das ist verrückt. Und dann auf der nächsten Seite, wenn er dann sich aber dazu durchringt und sagt, nein, ich bin, oder nenn mich Scatman John, da schaltet die Ampel dann auf grün und dann danach kommt dann auch wieder ein Zeitsprung. Also vielleicht etwas plakativer, aber trotzdem immer noch halt so eine visuelle Unterstützung des Themas und des Moments. Ja, vor allem interessanter, als wenn jetzt einfach wieder der Typ im Auto oder irgendwie der John vielleicht in der Gegenschaltung in seiner Wohnung gesehen zu gewesen wäre irgendwie. Und ja, man muss den Leuten nochmal, weiß ich nicht, dass wenn jetzt irgendwelche Schulklassen das lesen würden, dann würden die sich da irgendwie das anschauen und sagen, das ist irgendwie eine Metapher oder so. Und man muss den Leuten noch ein bisschen was bieten. Das ist schon so. Also da, also an der Stelle wäre ich, da wiederum wird es mich ärgern, wenn sie was nicht versteht, glaube ich. Also wenn, ja. Ne, da kann noch so Comic unerfahren sein, denke ich, schau dir das doch mal wirklich an, wieso sieht man da jetzt dreimal eine Ampel? So. Aber was du trotzdem nicht gemacht hast, ist, dass du die Farben von der Ampel zeigst. Also die ja. Du siehst zwar, welche Leuchte leuchtet, aber eben nicht in den Farben. Es ist immer nur Licht, aber nicht rot, grün und gelb. Also, ja, die passen aber auch nicht rein in das Farbschema Seite. Aber das wäre natürlich noch plakativer dann. Also dann wäre es so, also so ganz so simpel machst du es den Lesenden ja dann doch auch nicht. Aber zur Farbgestaltung wollte ich auch noch dich ein bisschen reden lassen, weil du ja auch vorhin schon erzählt hast, du hast dich dann erst später entschieden, das mit Farbe zu probieren und dass das gut geklappt hat. Und welche Gedanken hast du dir so beim Farbkonzept gemacht? Es gibt natürlich ein paar Sequenzen oder auf jeden Fall eine Sequenz, die nochmal rausfällt. Das ist dann diese Scatland-Sequenz, wenn er dann so seine Philosophie vom Scatland erzählt und auch so die Botschaft hinter seiner Musik und seinen Alben erklärt. Das ist ja nochmal in ganz anderen Farben dann. Mhm. Tokio, dieses Neon-Tokio, dieses klassische 80er-Jahre-Neon-Tokio, da haben wir auch schon ganz oft drüber geredet. Und ja, generell, wie bist du an die Farbgebung reingegangen? Du hast jetzt gerade gesagt, bei der Ampel hätte es nicht ins Konzept gepasst. Mir ist auch aufgefallen, dass bei diesen anonymen Alkoholikern der Orangensaft nicht orange ist. Ja. Der sieht auch eher aus wie Wasser oder Sekt tatsächlich in den Gläsern. Was waren deine Gedanken zum Farbkonzept? Also ich habe vorhin schon gesagt, Farbe kam ja eh erst ganz spät dazu. Es war nicht unbedingt auf Farbe ausgelegt. Und ich halte mich auch nicht für den Besten, wenn es um Farbe geht. Also es gibt ja Leute, die sind da sehr begabt. Ich würde mich nicht sagen, dass das meine Stärke ist. Ich wollte auf jeden Fall, es war auch ein bisschen eine Zeitfrage, ne, ob ich das noch schaffe für den Druck. Und ich wollte mich auch nicht verkünsteln, irgendwie mit ganz vielen Farben. Also die naheliegendste Sache, das kann man ja schon mal sagen, ist ja, wenn alles Naturfarben hat, also reale Farben halt, jeder Baum ist grün und die Ampel hat die richtigen Farben und so. Das ist ja die naheliegende Art, irgendwas realistisch zu kolorieren. Das hätte jetzt viel zu lang gedauert, weil man für jedes Objekt auf jeder Seite sich hätte überlegen müssen, wie schaut das aus? Und dann aber vielleicht nochmal, wie schaut das in diesen Lichtverhältnissen aus und so. Und es ist auch vielleicht, wenn es schlecht gemacht ist, sieht es auch komisch aus, weil es dann irgendwie falsch ist. Dann sieht es vielleicht so ein bisschen lustiges Taschenbuchmäßig manchmal aus. Nicht, dass die jetzt immer schlecht sind, meistens nicht. Und das kam irgendwie nicht in Frage. Und ich, also das ist auch jetzt wieder, wenn ich mit Farben arbeite, dann arbeite ich gerne mit begrenzten Farbpaletten. Das ist allgemein ein guter Tipp, finde ich. Also man kann sich ruhig trauen, finde ich, keine Naturfarben zu benutzen. Das macht es eigentlich interessanter. Da kann man sogar Sachen mit ausdrücken und es macht es auch einfacher. Und warum, da hat man vielleicht mal drei Farben, die man benutzt und dann baut man sich das halt zusammen, die Szene. So ein bisschen an den Helligkeiten orientiert. Und das war halt so die Entscheidung, ich probiere es mal mit Farbpaletten. Und da habe ich ein Buch, das liegt jetzt hier, ich muss es kurz rausholen. Nee, es liegt jetzt irgendwo, doch hier links liegt das. Das ist so ein Buch, das hat ein Freund von mir mal gehabt. Das heißt einfach nur A Dictionary of Color Combinations. Und das ist alles auf Japanisch.
Und man kann auch gar nicht so richtig gut damit arbeiten, weil da stehen 7YK-Werte drin, aber die muss man dann immer abtippen. Aber das ist aber ganz cool, weil da hat sich halt, das ist irgendwie ein Standardwerk anscheinend. Mhm. Das hat vor 100 Jahren oder so in Japan da irgendwer mal zusammengestellt. Und das hatte ich mal mir irgendwann gekauft. Ich habe es nie so richtig benutzt. Und jetzt dachte ich, probiere ich das mal hier, was es taugt. Und ich bin immer szenenweise vorgegangen. Also immer eine Szene ist halt, auch in diesem Drehbuch ist halt, ein Ort und eine Zeit in einer Abfolge, so eine Szene. Und dann habe ich halt immer geschaut, ich habe maximal, glaube ich, 4 Farben benutzt, meistens eher 3. Die Hautfarben von den Menschen waren immer gleich, so ein bisschen, damit es nicht zu wild wird und so ein bisschen vielleicht, ne, weil dass die nicht irgendwie grün dann sind plötzlich oder so, dass es so ein bisschen nahbar bleibt. Und dann habe ich halt geschaut, manchmal zum Beispiel gibt es eine Szene ganz am Anfang, wo er zur Schule geht, das ist halt irgendwie so Kalifornien und diese Orte knallt. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist halt irgendwie so gelb. Oder Tokio ist halt auch klar, das ist nachts und da ist alles leuchtet in Neonfarben. Und habe aber auch geschaut, dass es nicht zu viele Farbpaletten sind. Ich glaube, das ganze Buch hat wahrscheinlich vielleicht so 12 Farbpaletten oder so, die dann auch wiederverwertet werden, teilweise später. Und einfach so eine Mischung aus, damit kann man schnell arbeiten, damit kann man gut arbeiten. Das macht es interessanter, das sagt vielleicht auch was aus. Und es sieht einfach cool aus, weil diese Farbpaletten halt irgendwie sinnvoll zusammengestellt sind von einem anderen Menschen, der sich da schon mal Gedanken gemacht hat. Ja. Also man merkt tatsächlich auch so beim Durchblättern, ja, so szenenweise tatsächlich, dass eben so, ja, wieder hier dieses MTV-Interview, da ist es halt grün und gelb und dann kommt die Scatland-Sequenz, die so, ja. Gedeckteren Farben ist, ja. Und dann später Gina im Club, da ein bisschen violett alles. Und also man merkt so, auch das wieder so eine Hilfestellung beim Lesen, dass man auch wieder so unterschwellig miterzählt bekommt, wir haben jetzt irgendwie einen Zeit-Ort-Sprung gemacht. Ja. Und so kleine Einheiten, die durch die Farben mit gekennzeichnet werden. Ja. Das heißt, aber jetzt so auch der erste Comic, wo du so richtig intensiv dich mit Farbe auseinandergesetzt hast? Oder hast du das vorher schon mal in irgendeinem Zusammenhang gemacht? Oder machst du das sonst irgendwie auch im Beruf oder so? Nee, also schon intensiver. Also ich hab schon Comics gemacht, die Farben haben. Da habe ich aber wirklich einfach entweder halt Naturfarben einfach halt. Also mein ganzer Blog war früher, das war alles in Farbe. Aber halt einfach immer, halt, ne, der Baum ist halt grün und welcher Grünton wird jetzt da passen? Dann irgendwie rausgesucht. Und nachts ist es halt irgendwie dunkler oder so. Und jetzt, oder manchmal dann auch, das waren zum Beispiel schon so erste Fingerübungen, alles hat nur eine Farbe in unterschiedlichen Helligkeiten. So, das ist ja, da kann man ganz einfach irgendwie Effekte erzielen. So, das ist jetzt alles einfach nur gelb. Das ist auch, glaube ich, auch wieder alles von Flix. Übrigens, das ist doch, glaube ich, dieser Comic über die deutsche Teilung. Da war mal was. Ich glaube, da ist immer jede Episode, hat, glaube ich, nur so eine Farbe irgendwie. Ja, da habe ich das, glaube ich, gesehen. Und jetzt halt so weitergedacht irgendwie mal mit Paletten. Also, nee, aber intensiver auseinandergesetzt wirklich hier zum ersten Mal wahrscheinlich. Ja, also sehr gelungen. Ich merke in dem Gespräch, dass du immer so ein bisschen so, ja, das ist ja ganz normal, das so macht man das halt und das, ja, das ist ja jetzt simpel, da ist ja jetzt nichts dabei, aber ich möchte das schon nochmal betonen, dass da eben schon was dabei ist. Dass da bei dir, das ist natürlich auch wenn du sagst, es ist das erste Mal, dass ich mich so richtig mit Farbe auseinandersetze, nichtsdestotrotz steckt da natürlich jahrelange Beschäftigung irgendwie mit Comic und mit Erzählen drin. Also das ein Wissen, das du dir irgendwie angeeignet hast, das du jetzt in diesem ersten großen Langwerk halt dann auch umgesetzt hast und ich denke eben sehr, sehr effektiv tatsächlich all diese Fähigkeiten in diesem Comic dann eben auch zum Tragen kommen. Und das darf man schon mal betonen. Klar, gern, das freut mich. Ich meine, wenn ich das jetzt alles selbst sagen würde, dann das würde wieder ganz furchtbar schlimm klingen, wenn ich jetzt sage, ich habe da die jahrelange Erfahrung und darum ist es so geil geworden. Ja, das nicht, aber auch du darfst natürlich darauf hinweisen, was du dir bei verschiedenen Sachen gedacht hast und nicht immer nur sagen, naja, das macht doch jeder so, macht's halt eben nicht. Ja, also ich weiß, ich habe immer das Gefühl, ich spreche in erster Linie auch zu anderen KünstlerInnen, weil die Leser sind halt die Leser, die lesen das dann. Ich denke, ja, lernt einfach das Handwerk. Comic ist, da gibt es natürlich da gibt es kein Studium und keine Ausbildung und nichts, aber da gibt es auch Ressourcen und da kann man auch Sachen richtig gäre oder falschere machen. Ja. Und lernt das alles mal.
Das ist jetzt, bei mir ist es auch nicht perfekt, da sind bestimmt auch Fehler. Oder was heißt Fehler? Sachen, wo man sich uneinig ist, wo man es auch hätte anders machen können. Aber perfekt ist ja niemand und gerade Künstler und Künstlerinnen. Also beziehungsweise ist es ja, jeder weiß ja von sich selber, wenn er sich mit irgendwas viel beschäftigt, sei es jetzt eben, jemand macht Musik, spielt irgendein Instrument, zeichnet oder macht irgendwas anderes. Jeder weiß immer, was er nicht kann. Ja. Und das Publikum weiß das nicht. Die sehen irgendwie, das sieht total gut aus oder der spielt total toll oder der kann das oder das so ganz gut. Und wenn man ihm das dann sagt in den Personen, dann sagt, Mensch, du kannst das so toll, dann im eigenen Kopf weiß man dann aber immer, naja, so geil ist es nicht, weil ich weiß ja, wer es besser kann. Ich weiß, was ich nicht kann und so. Also das, klar, diese Perspektive ist dann natürlich dann da auch noch so mitgegeben. Aber nichtsdestotrotz, das, was du gesagt hast, so mit lerntes Handwerk und es gibt halt keine Ausbildung, das ist tatsächlich was, da habe ich auch schon, auch beim Comicbuchclub, glaube ich, irgendwann mal drüber gesprochen, wo wir, das ist eben so dieses, ich habe so das Gefühl, häufig viele Zeichnende und oder Comic-Erzählende fangen irgendwie so bei Null an. Und ich kann halt irgendwie zeichnen und dann mache ich das jetzt halt irgendwie. Das aber häufig irgendwie nicht so eine intensive Beschäftigung mit dem Medium da ist und mit, wie erzählt man denn auch effektiv und was haben denn andere vielleicht schon gemacht, was ich mir abgucken kann, wo ich was lernen kann oder wo ich auch bewusst was anders machen kann natürlich. Also ich bin leider, also weil ich ja eben hauptsächlich, also ne, was heißt hauptsächlich, ich bin einfach kein Comic-Schaffender, ich bin halt Leser und ich bin immer enttäuscht, wenn Comic-Schaffende sich so wenig tatsächlich mit Comics auskennen und so wenig gelesen haben und so, dass man sich mit denen immer viel weniger über irgendwelche Künstler und Werke und so unterhalten kann, als man es mit Lesenden machen kann. Weil ich wünsche mir halt immer, dass die Menschen, die es machen, sich besonders gut auskennen und wissen, auf welcher Tradition sie stehen und wo sie eben auch was bewusst anders machen oder wo sie was übernehmen oder so und wo was herkommt. Von daher, wie gesagt, umso erfreuter war ich eben, dass man das in diesem Comic eben wirklich auch sehen kann. Du sagst ja, wir haben uns ja wohl auch schon einige Male bei besagtem Stammtisch oder im Comic-Café getroffen. Wir sind da natürlich auf einer Wellenlänge und hätte ich jetzt nicht dieses lange Werk da in meinem Studium gemacht, ich hätte mich nie so als Comic-Künstler gesehen, sondern schon auch jemand, der halt irgendwie in der Szene drin ist und schon auch irgendwie Konsument und Kritiker und so. Also ich bin da auch irgendwie ein Nerd, der das so auseinandernimmt und gar nicht vielleicht so übers Künstlerische rankommt. Also genau über solche Sachen haben wir schon auch oft geredet und alle möglichen Zweiseiter irgendwie bis zum Ende da besprochen, warum man irgendwas macht und warum auch nicht. Nichtsdestotrotz, wenn einem alles egal ist, man, das gibt es ja auch manchmal, da kommen immer Leute, die kennen auch keinen so. Ne? Das ist so auf dem Comic-Salon, dann da ist jemand, der hat einen Stand und der macht irgendwie seit 20 Jahren, aber der kennt keinen und du kennst ihn nicht, aber das ist alles irgendwie auch geil. Und das ist ihm aber auch alles egal und so. Das hat ja alles auch seine Daseinsberechtigung. Das ist ja an sich nicht verboten, das irgendwie zu machen. Klar. Nee, und es gibt ja auch Menschen, die das alles nicht haben und aus einer quasi naiven Begabung was richtig Geiles machen. Und also ich habe beim letzten Comicbuchclub mit der Verena über Jojo Kretschmer Beetlebum gesprochen, weil ich auch gesagt habe, dass ich es bei dem, und der ist ja jetzt auch hier so Generation Webcomic, also derjenige, der geglaubt hat, dass er den Webcomic erfunden hat, weil er es eben nicht wusste, weil er sich nicht wirklich mit Comics auskannte und keine Ahnung hatte, der irgendwie so aus der IT und Computertechnik, Computerwissenschaft irgendwie auch kommt und da ja auch immer noch ist, aber und irgendwie halt gedacht hat, ich mache jetzt mal Comics fürs Web, das macht ja bisher keiner und dadurch eine ganz andere Struktur im Erzählen hat, weil er noch nie an eine Seite gebunden war, weil er nicht mit Seitengestaltung arbeitet, dass seine Comics immer für Scrollen ausgelegt waren und das aber auch handwerklich richtig gut. Also zum einen finde ich seinen Zeichenstil einfach richtig cool und auch sein Humor, also dass der irgendwie, bei dem schien es tatsächlich irgendwie so eine Naturbegabung fürs grafische Erzählen und dann aber eben auch noch aus dieser anderen Ecke zu kommen. Und dann hat er jetzt vor ein paar Wochen, postet jetzt immer ab und zu mal so auf Instagram dann auch so Kurzcomics und da hat er dann vor ein paar Wochen einen gepostet, wo man dann auch so weiter swipen muss und dann kommt an einer Stelle kommt dann so eine Zeitraffer-Video, das in so einen Comic-Rahmen eingebunden ist, wo er und ich glaube seine Frau so als Comic-Figur auch noch statisch sind, aber dahinter läuft dann so eine Zeitraffer-Video und sowas. Also, und ich bin nicht häufig ein Freund von so Vermischung von Comic und Film und sowas. Aber bei ihm war das wieder so natürlich auch. Also aus seiner,
aus seiner Geschichte heraus, dass natürlich nutzt er dieses Medium jetzt dann auf Instagram auch so, dass er dann in diesen Comic dann auch noch da so ein Kurzvideo mit reinmacht und das passt und das geht auf und das ist erzählerisch total genial gemacht. Also klar, also so, wenn so einer rumkommt, der sich mit Comic nicht auskennt, aber dann sowas Geiles dann halt auch macht, das ist dann schon auch die Ausnahme, aber auch sehr, sehr bewundernswert. Ja, und auch, also auch viel auch immer aus diesem Hochschulumfeld, da ist auch, das ist ja dann immer auch die Grenze zur Kunst. Ich weiß, das sind so Sachen, damit kannst du ganz wenig anfangen. Aber wo er auch mal sagt, ja, das ist vielleicht nur, da ist so halb ein Narrativ drin und das muss man sich irgendwie denken oder irgendwie so. Das ist ja auch alles, also mein Comic, der ist ja wirklich auch, der ist wahrscheinlich schon irgendwie vom Ansatz her konservativ, auf jeden Fall. Also. Ja, also Avantgarde ist es nicht, das ist klar. Das nee. Ist, stimmt, du hast natürlich nee. Recht, das ist, da habe ich häufig auch mal so Schwierigkeiten mit, wenn es dann einfach, also wenn ich dann sage, okay, es ist ein schönes Objekt, aber es erzählt mir halt eigentlich nichts, dann kann ich das in einer gewissen Form gutheißen, finde es aber halt nicht so ganz spannend, weil ich halt dann das Erzählerische spannender finde. Ja. Ich weiß noch, an einem Abend hat Jeff mal zu mir gesagt, ach stimmt, du bist ja so ein Genre-Typ. Ja, ist ja auch okay. Dann gibt es halt die Kunsttypen, die können, weiß ich nicht, die finden wahrscheinlich auch mein Buch irgendwie langweilig so. Das kann ja durchaus sein. Die würden die 240 Seiten, das lese ich niemals. Ja, klar, wenn man es avantgardistischer mag. Also, jetzt fällt mir, wie heißt ihr Name jetzt? Ah, ist egal, ich sage jetzt keine Namen, die mir nicht einfallen. Ja. Ich habe tatsächlich auf meinem Spickzettel, glaube ich, so ziemlich alles abgehakt an Notizen. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Zwerchfell? Du hast damals ja gesagt, ich mache diese zwei Kapitel fürs Studium und wenn ich einen Verlag finde, der es rausbringt, dann mache ich auch den Rest. Wie ging es denn dann weiter? Also da war dann zunächst mal, das Studium habe ich Anfang 2020 fertig gehabt. Das war dann gerade zusammengefallen mit dem Beginn von der Pandemie. Und dann sind die ganzen Buchmessen ausgefallen. Das war ein bisschen schade, weil ich wollte wirklich da klassisch rumlaufen und irgendwie Leipziger Buchmesse, Frankfurter Buchmesse und wirklich da mit allen reden und hatte irgendwie schon Termine ausgemacht und so. Und das war dann halt nicht. Und dann habe ich die gleichen Termine halt im Endeffekt dann irgendwie online gemacht, was natürlich ungleich schwerer war, weil da antwortet dann halt auch mal bei einem größeren Verlag jemand auch eher nicht auf eine E-Mail. Das kann schon sein. Und aber da gibt es natürlich auch das sind ja auch alles, also diese ganzen Verlage und so, das sind ja alles Leute, die ich kenne, weil ich auch schon lange in der Comic-Szene aktiv bin. Und von den kleineren Verlagen, da war durchaus irgendwie großes Interesse da. Und bei Zwerchfell fand ich halt super, dass sie das sofort, also wir haben da telefoniert und die haben es sofort gecheckt. Also die haben nicht nur gesagt, hey, cool, du machst irgendwie einen längeren Comic und der sieht gut aus, sondern die haben sofort gecheckt, hey, der Typ, die Story, die Message, wir wissen genau, was der Reiz darin ist. Und die beiden, Christopher und Stefan, die sind ja auch so ein bisschen, sind ja auch so ein bisschen so Musikleute, glaube ich, oder zumindest Christopher. Und die haben das sofort, waren sofort Feuer und Flamme für die Story. Und da habe ich mich halt total verstanden und abgeholt gefühlt. Und auch als ich denen dann die Aufzeichnung für die nächsten drei Kapitel gezeigt habe, ne, weil ich dachte, okay, wir arbeiten jetzt zusammen. Und da dachte ich auch, aber noch nie mit dem Verlag was gemacht. Was heißt das jetzt, wir arbeiten zusammen? Und da habe ich denen das geschickt, da haben sie auch nur gesagt, ja, mach es genau so. Mhm. Also das war, und bis heute, also bis jetzt, auch jetzt ganz wichtig, jetzt in dieser ganzen, jetzt ist ja die ganze Pressearbeit und auch dieser Podcast ist irgendwo Teil von PR und so. Und auch da haben sie sofort verstanden, was vielleicht der Wert von dem Buch ist, was die Tragweite sein kann und wen man damit vielleicht irgendwie abholen kann. Mhm. Das haben sie ja halt von Anfang an begriffen und das fand ich halt super. Das ist natürlich bei dieser Form von Buch tatsächlich so eine Sache, dass man das eben auch außerhalb der Comic-Bubble irgendwie platzieren kann und muss, dass man eben auch wirklich, du hast ja hinten Zitate von Nils Bokelberg und Linus Volkmann drauf, die also natürlich komplett aus der Musikszene kommen und natürlich auch in der Zeit von Scatman John mit dabei waren. Und das ist immer so ein interessanter Punkt, kann man auch immer viel drüber reden, wo platziert man bestimmte Bücher im Buchhandel, im Geschäft und dass sowas natürlich im Comic-Eck stehen kann, aber sowas eben auch in der Musikabteilung, in der Biografieabteilung. Das ist das, was bei Kleist Cash zum Beispiel auch passiert ist. Bei Kleist Cash, den habe ich halt auch in Buchhandlungen einfach schon im Musikregal stehen sehen und damit kann man natürlich auch
so einen Crossover-Effekt und auch Crossover-Erfolg erzielen, dass sowas bei Leuten ankommt, die sonst nicht zwingend in den Comicladen gehen oder viele Comics oder überhaupt Comics zu Hause haben. Jetzt ja. ist vielleicht die Scatman John-Fangemeinde ist jetzt vielleicht nicht so groß, dass das. Ja. Also wir haben neulich eben über den Bowie gesprochen, haben halt auch ja. gesagt, naja, das sind wahrscheinlich so Bücher, die eben Bowie-Fans, die sonst keinen Comic zu Hause stehen haben, aber alle Bowie-Comics, ja. die es gibt, halt ja. zu Hause stehen haben. Da gibt es wahrscheinlich mehr davon, als jetzt halt die Scatman-Sammler. Aber nichtsdestotrotz, wirklich so als Biografie, und du hast ja vorhin auch über Dokumentationen gesprochen, ja. Wenn man sich einfach generell für so ein Genre interessiert, meine Schwiegermutter liest ganz viele Biografien zum Beispiel, und da geht es auch nicht immer zwingend darum, ob man jetzt eine besonders enge Bindung zu der jeweiligen Person hat oder hatte, sondern wenn es einfach eine interessante Geschichte ist, über die man was lernen kann, die eine Emotion mit transportiert, dann ja, kann das natürlich auch gut außerhalb der Comicwelt ja. funktionieren. Ja, schön wäre es. Das müssen wir jetzt sehen. Das Buch ist ja jetzt ganz frisch draußen, aber das hoffen wir natürlich, dass es ein bisschen höhere Wellen schlagen kann, weil verdient wäre es irgendwie. Also nicht, weil ich das so geil gemacht habe, sondern weil die Geschichte einfach, ja. finde ich, verdient irgendwie erzählt zu werden und hat halt auch das Potenzial, weil die Leute, das meinst du irgendwie, ich frage, kennst du irgendwie Scatman John? Die Leute kennen halt Scatman John, aber da ist irgendwie so eine geile Geschichte, mit der eigentlich jeder was anfangen könnte vielleicht. Du machst jetzt demnächst auch wieder eine Lesung im Z-Bau hier in Nürnberg. Hm. Hast du da schon noch weitere Pläne in der Richtung Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Auftritte, Lesungen? Ja, bist du auf ja, Tour ja, mit dem Band? Ja. Also ich meine, es ist ja wie bei vielen Leuten, das ist nicht mein Hauptberuf und ich bin schon auch Selbstständiger irgendwo, aber ich habe eine Festanstellung halt. Und deswegen ist es immer alles so ein bisschen nebenher. Und aber ja, ich jetzt im Z-Bau in Nürnberg, das ist so eine Art Release-Veranstaltung halt, vor allem auch für die Leute vor Ort, die mich da die ganze Zeit unterstützt haben und auch so Friends, Family-mäßig, aber klar halt auch, ne, auch hier für die ganze Szene und so. Dann wird das mal gebührend irgendwie präsentiert und dann verkaufe ich und signiere das und so. Dann ist sowieso, der Comic-Salon ist einen Monat später. Wir haben jetzt noch ganz viel, also wir machen jetzt Interviews die ganze Zeit, da wird auch noch mehr irgendwie kommen wahrscheinlich. Und so ein bisschen, das kommt zum Glück gerade alles wieder über den Verlag, weil ich hätte keine Zeit und keine Kontakte, mich darum zu kümmern, glaube ich, jedenfalls jetzt gerade nicht. Aber der Verlag hat so ein bisschen auch schon Sachen später im Jahr, so ein bisschen was da irgendwie organisiert, Richtung vielleicht Lesungen und Vorstellungen. Und also ich bin ja nie abgeneigt, ich führe auch gern Interviews und so, weiß nicht, ob man es merkt, wenn ich mir schon wieder die ganze Zeit einen abquassel. Also ich mache das gern, PR-Arbeit, ich setze mich auch da auf eine Bühne, ich habe da kein Problem damit. Und wenn der Verlag mich da irgendwas ranträgt und das Datum passt, dann bin ich da dabei. Alles für das Buch halt. Ich kann jetzt nicht genau garantieren, wann dieser Podcast veröffentlicht wird, aber falls es noch davor ist für alle Zuhörenden, also die ja. Lesung ist, korrigiere mich, wenn es falsch ist, am 11. Mai. Ja. Ab 18 Uhr, beziehungsweise also ab 18 Uhr ein, also ab 19 Uhr beginnen, wenn ich das durch den Kopf habe. Ja. Also Eintritt frei und Plätze sind begrenzt. Ich weiß die ganze Zeit, ich weiß auch nicht, da weiß man auch nicht, was einen da erwartet, ob da jetzt irgendwie Leute Schlange stehen oder ob dann nur die Hälfte der Stühle besetzt ist, das weiß man alles nicht. Mir macht es tatsächlich immer ein bisschen Angst, dass ihr immer alle so betont, Platz begrenzt. Ich muss halt bis 5 arbeiten. Wie schnell muss ich denn jetzt sein, um noch reinzukommen? Und was passiert eigentlich? Also es ist ja Eintritt ist ja frei, also die Karten gehen ja nicht aus. Ich werde doch noch irgendwo im Gang stehen können. Wahrscheinlich schon, ja. Ich wollte es nur dazu, weiß auch nicht so genau. Ich habe das Gefühl, ich muss es dazu sagen, weil also es ist bestuhlt für 50 Leute, glaube ich. Und wie gesagt, es kann sein, dass da 10 Leute kommen, es kann sein, weil auch halt, ich glaube, auch über die Hochschule halt, ich kann das halt nicht einschätzen, ob jetzt das ganze erste Semester kommt, weil auch irgendwer wieder dachte, das ist eine Pflichtveranstaltung. Also, da geht es ja alles möglich. Und dann kommen die da alle und dann ist es halt voll, so, weiß ich nicht. Genau, also jedenfalls, wer irgendwie in der Region ist und Zeit und Lust hat und das rechtzeitig genug hört, am 11. Mai im Z-Bau am Abend. Lesung, Künstlergespräch, Signierstunde und ich meine auch Ausstellung, also ein bisschen Originalseiten. Ja, ich bringe Originale mit, die kann man dann auch kaufen, wenn da irgendwer irgendwie so verrückt ist. Du verkaufst Originale, okay. Das ist jetzt so ein Nebeneffekt, ich arbeite halt gern analog, darum habe ich jetzt 200 DIN A3 große Seiten, die auch echt cool aussehen, weil die halt
auch darauf ausgelegt waren, ohne Farbe einfach gut auszusehen, mit so sauaufwendigen Bleistifttexturen. Und die liegen halt hier bei mir im Schrank. Was soll ich damit? Und wenn jemand das geil findet, dann soll er das halt haben. Ja gut, das ist ja so eine Philosophiefrage. Es gibt halt Menschen, die halten an ihren Originalseiten fest. Und dann gibt es Menschen, die sie halt auch so. Ich werde es nie wieder anschauen. Beziehungsweise es wird mir nicht das Gleiche bedeuten, was es... Also wenn jemand das wert ist, da mehr Geld für auszugeben, dann wird ihm das, glaube ich, mehr wert sein als mir, vermutlich. Mhm. Du sagst ja, du im Bleistift gezeichnet, du hast irgendwann mal so ein Bild gepostet mit den ganzen Bleistiftstummeln, die irgendwie übrig geblieben sind von der Erschaffung des Comics. Sag mal kurz was zu deinem Material. Du hast gerade gesagt, A3-Seiten und Bleistift, ist da noch irgendwas? Also was für einen Stift benutzt du da? Benutzt du nur eine Sorte oder hast du unterschiedliche? Jetzt tatsächlich, ich habe seit Scatman auch schon wieder ein paar Sachen gezeichnet, auch so ein bisschen auftragsmäßig. Das mit dem Bleistift war so ein bisschen, das habe ich halt irgendwie entschieden. Das war nicht unbedingt so mein Ding vorher, habe ich auch schon gemacht. Aber ich fand es irgendwie cool, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich noch mehr Sachen auch mit Bleistift gemacht. Ich finde es irgendwie cool, wenn die Outlines so ein bisschen da so rau sind. Ich habe jetzt die allerweichsten Bleistifte da benutzt, wirklich B8, was ja der weichste ist, den man kaufen kann, von Faber-Castell, Local Sponsoring. Ich habe da nichts gesponsert bekommen, aber das ist halt die Marke. Das Geile, du sitzt dann so ein Künstlergespräch auf der Bühne in so einem bestickten Hemd von Faber-Castell, so wie so ein Rennfahrer oder so mit dem Logo auf dem Kragen. Das finde ich gut. Ja, würde ich mich nicht erschließen. Ich habe die Stifte ja benutzt, weil es ja auch gute Stifte sind. Ja, frag die mal, die können auch noch gleich einen Verkaufsstand mitmachen. das wäre gut, wenn man einfach noch so Stifte kaufen kann. Ja. Nee, also B8 und B4 und die sind halt also... Ich habe jetzt, und da habe ich schon das erste Learning, also den nächsten Comic, den ich jetzt da gerade schon gezeichnet habe, diesen Auftrag, da habe ich jetzt B2 genommen, weil das war doch echt, also der B8, der ist halt sofort weg, wenn man eine Seite damit gemacht hat. Aber ja, ist natürlich auch schön schwarz, schöner Auftrag irgendwie. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr interessant, weil ich habe mir jetzt die Woche auch mal wieder ein paar Bleistifte in verschiedenen Stärken und verschiedenen Härtegraden irgendwie besorgt. Und ich finde es immer sehr interessant, was das für Effekte macht mit dem eigenen Zeichnen, wenn der Stift plötzlich dünner ist oder breiter ist oder weicher ist und härter ist und so. Und darum hat es mich immer auch interessiert, was du da jetzt benutzt hast. Mit 8B habe ich jetzt noch nicht probiert. 2B ist ja auch das Weichste, was ich probiert habe. Ich habe irgendwann mal gehört aus so einem Animationspodcast, dass 2B so der klassische Bleistift für Zeichentrick ist. Also Animatoren mit 2B irgendwie arbeiten, zumindest in Amerika. Und dann dachte ich mir, probiere ich auch mal aus. Der ist auf jeden Fall ganz cool. Ach ja, und genau, ich habe es ja schon gesagt, halt A3, das ist vielleicht auch noch interessant. Das ist ja also ich weiß nicht, ob das alle machen, aber für mich ist es auch so Common Sense. Man zeichnet, glaube ich, in der Regel größer, als man es druckt. Das ist halt irgendwie einfach so eine Sache. Und das ist natürlich dann cool, weil es ist jetzt tatsächlich bei Zwerchfell, der Band, der jetzt draußen ist, der ist noch ein Tick kleiner als meine Bachelorarbeit. Die haben das noch so ein bisschen runtergenormt, auch auf so ein Format. Weiß nicht, ob das ist irgendwie so, jetzt geht so Richtung A5. Ich weiß nicht, ob das wirklich, das ist, glaube ich, so ein bisschen abgeschnitten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und das ist natürlich, da hat er diesen Effekt, ich habe diesen richtig dicken, groben Bleistift, den ich halt auch nur auf A3 wirklich gut benutzen kann, weil es halt sonst viel zu fitzelig wird. Ja. Und dann wird es halt aber runterskaliert und das sieht dann irgendwie, das sieht dann irgendwie cool aus. Ja, das Format fand ich ganz interessant, weil es ein bisschen breiter ist. Also das ist nicht so dieses klassische Heftformat, sondern das Seitenverhältnis ist ein bisschen anders, dass es eben breiter ist. Also macht schön was hier. Also wie gesagt, auch zur Dicke des Buches und so dieses etwas größer als Taschenbuchformat. Ja. Fand ich ganz gut, wie ich das in den Fingern hatte. Also habe ich vom digitalen Lesen mir auch anders ein bisschen vorgestellt. Da dachte ich wirklich, es wäre mehr so normale Heftabmessungen quasi. Zumindest was das Seitenverhältnis angeht, ohne jetzt zwingend die Größe der Seite. Aber nee, cooles Ding. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was ich vergessen habe oder was du besonders spannend findest, erwähnenswert findest, irgendeine Message? Ich hätte jetzt auch beim Format da schon wieder ansetzen können und so, aber ich schaue auf die Uhr und ja, vielleicht ist es so interessant dann auch nicht mehr, beziehungsweise, weiß ich nicht. Jedem steht es frei, diesen Podcast auch auszumachen. Das stimmt natürlich. Niemand hat was dafür bezahlt, wir sind niemandem irgendwas schuldig. Wenn du was sagen willst, dann schieß los. Mich interessiert alles. Ach nee, ja, nur zum Format dann noch irgendwie, also es gibt ja dann in der Mitte noch diesen Satz Spiegel, das ist ja quasi das Format im Format. Und das kann man ja auch alle möglichen Sachen irgendwie konstruieren, dass man da irgendwie so Dreiecke zeichnet und so. Ich glaube, ich habe mir diesen Satzspiegel einfach ausgedacht und der ist halt so ein bisschen breiter gewesen.
Beziehungsweise vielleicht, jetzt wo ich hier gerade sehe, vielleicht war irgendwie so Gedanke, dass wenn man, das ist ja ein 9er Raster, also wenn man die kleinstmöglichen Panel nehmen würde, wäre es 9 auf einer Seite. Ne, 6 sogar, sorry, 6. Es gibt auch 9, aber da sind die so schmal. Und ich glaube, mir war wichtig, dass im 6er Raster, dass es irgendwie annähernd quadratische Dinge sind. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und dann das färbt natürlich auf den Druck dann ab, weil wenn die Seiten so ein bisschen breiter, länglich sind, dann macht es natürlich Sinn, das auch so zu drucken. Sonst hat man halt irgendwie so viel Weißraum unten dran. Ja. Aber das war ziemlich ausgedacht einfach nur. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie Regeln gibt oder ob man das irgendwie besser machen kann. Ja, nee. Ja, aber das, also ich finde das jetzt zum Beispiel schon wieder eine interessante Information, dass du gesagt hast, ich möchte es annähernd quadratisch haben, wenn ich eben die kleinste Panelgröße quasi auf der Seite verteile. Weil es ist tatsächlich, also es ist, das Buch ist nicht komplett quadratisch, aber wie gesagt, eben im Seitenverhältnis breiter als ein normales Heft. Also es nähert sich der Quadratur an. Ja. Ja. So, okay. Dann, ich möchte das nochmal arg preisen, das Buch. Bei Zwerchfell erschienen, Who's the Scatman von Jeff G. Es kostet 30 Euro. Der Preis ist für viele Leute natürlich auch immer eine wichtige Information. Aber ihr habt hoffentlich aus dem Gespräch gemerkt, dass es die Investition durchaus lohnt, beziehungsweise es auch gerechtfertigt ist für die, nicht nur für die Zeit und physische Arbeit, die da reingeflossen ist, sondern auch die gedankliche Arbeit und die Vorbereitung, die Überlegungen, dass das ein bisschen klar geworden ist, was da so reingeht, weil auch wenn andere Menschen anderes behaupten, Comics sind nicht immer total einfach zu machen. Nee, und ich meine, das ist jetzt wieder sehr kitschig, aber da schließt sich auch der Kreis und so ist ja diese ganze Story auch, also, und wenn es, ja, ich meine, die meisten, der steht jetzt Jeff Shee drauf, das wird dir nichts sagen und vielleicht findet ihr den Comic auch irgendwie, denkt ihr die Zeichnung, okay, weiß ich nicht, aber die Story ist halt, die gibt es halt jetzt zum ersten Mal erzählt, die Scatman John Story, und mir ist es wichtig, einfach die Story zu erzählen, die Message von John, und meine Freundin sagt immer, er wäre stolz auf dich gewesen und kann ja sogar sein, und das irgendwie rührt es mich auch, weil es ist, viele Leute sagen, sie waren dann nach dem Buch irgendwie gerührt, und das finde ich natürlich schön, weil ich bin auch von dieser Geschichte gerührt. Es ist eine lebensbejahende, positive, tolle Geschichte, die es einfach wert ist, erzählt zu werden, und ich habe sie jetzt in diesem Comic halt erzählt, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, und allein dafür kann man sich das mal anschauen. Sehr gut gesagt. Wo finden Leute dich im Internet? Tja, ich habe einen Twitter-Account, da passiert, das ist so halb privat, ehrlich gesagt, da passiert eigentlich ziemlich viel Blödsinn. Instagram ist so, also ich heiße ja immer Krokodog, das ist so wie dieses Brett, dieses Spiel, das ist irgendwie von früher noch, aber ich glaube, wenn man Jeff Shee eingibt, dann kommt das auch, das ist ja kein so gängiger Name. Und also Instagram, da trete ich quasi in erster Linie als Illustrator, Comiczeichner auf, also da findet man alles. Es gibt auch jeffshee.de, da trete ich dann fast schon wieder mehr in meinem alter Ego als Web-Entwickler auf. Das ist irgendwie halt mein anderes Ding und so. Aber das Gute bei mir ist immer, also wenn ihr den Namen googelt, im deutschsprachigen Google, dann kommen da schon immer die Sachen, die mit mir zu tun haben. Ich glaube, es gibt, also ich wüsste von keinem anderen Jeff Shee in Deutschland. Es gibt bestimmt irgendeinen, aber der ist, glaube ich, vielleicht nicht so präsent im Internet. Sehr gut. Und dann natürlich, wie gesagt, wir haben die Lesung in Nürnberg angesprochen. Ansonsten beim Comic-Salon wirst du natürlich vertreten sein dann im Juni, und schon irgendwelche weiteren Termine oder dann eben je nachdem, wie sich es ergibt, ist noch irgendwas im Jahr, in diesem Jahr? Nö, nicht, dass ich wüsste. Und ich bin auch immer für, man kann mir auch einfach mal, also wenn irgendwas ist, ich habe auch immer überall, man kann mir mal eine E-Mail schreiben, einfach. Es gibt ja wirklich noch sowas auch wie so Leserbriefe und so, das habe ich früher auch immer bekommen bei meinem Blog oder als ich in der Zeitung war. Wenn ihr irgendwas wollt von mir, schreibt mir, ich antworte da schon immer, wenn ihr irgendwas von mir wollt. Gut, also dann lest den Comic und schickt Jeff eure ehrliche Meinung dazu. Ja, genau. Auch wenn ihr es schlecht fandet. Jeff, vielen, vielen Dank. Das hat mir große Freude gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so spontan auf meine Anfrage auch direkt zugesagt hast und dass wir das terminlich hinbekommen haben und dass du all diese Informationen mit uns geteilt hast. Klar, vielen Dank. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich in der Aufzeichnung in nächster Zeit mal so ausführlich über den Comic mit irgendwem sprechen werde, und auch wahrscheinlich in meinem Studium mit meinen Professoren habe ich auch niemals 1,75 Stunden am Stück ausführlich über jedes Stilmittel gesprochen. Das kann wahrscheinlich nur in diesem Kontext irgendwie klappen, und die Leute, die sich das anhören, die sind bestimmt auch so mega Nerds, die das irgendwie zu schätzen wissen.
Ich auch. Also vielen Dank für deine Beteiligung. Ansonsten an alle draußen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in Bälde wieder bei einer weiteren Folge der Comic Cookies. Macht's gut. Adieu.